dass wir anfangen sollen. Ja, Wahnsinn. Ne? Herzlich willkommen beim BDA Montagsgespräch. Freut mich, dass ihr alle da seid, so zahlreich. Hoffentlich gibt es für jeden noch irgendwie ein Eckchen zum Sitzen. Und ja, dieses Bild hier, was ja leider ein bisschen abgeschnitten ist, ja, wie soll man das nennen? Via Spiritualis oder das ist tatsächlich in Köln aufgenommen. Und das versinnbildlicht den Konflikt, über den wir heute sprechen, oder auch die Identität von Köln, die wir beleuchten wollen, oder die vielen Identitäten. Und da sind vielleicht auch welche dabei, die im Widerstreit stehen miteinander. Invasive Nutzungen und sensible Nutzungen. Und wir wollen gucken, ob das ein Problem ist, ob das alles unter einen Hut passt, ob alles in Ordnung ist oder was es zu tun gibt. Wir vom BDA haben in den letzten Jahren eigentlich weniger auf die Kernstadt geschaut, auf das historische Zentrum mit seinen Kulturschätzen. Die Idee der Via Culturalis aus dem Masterplan, die Schätze, die Köln hier auf engstem Raum hat, durch eine Perlenkette von Räumen zu verbinden, die war so schlagend und faszinierend. Und ja, wir dachten, da ist alles in Ordnung. Da lief ein Wettbewerbsverfahren mit beachtlichen Ergebnissen. Gut, es gibt den desolaten Freiraum nach wie vor. Da wollten wir immer mal was zu machen. Aber dann gab es auch prämierte Pioniere, sage ich mal, die östliche Domumgebung, Kapp, prämiert und der Kurt-Hachenberg-Platz. Also es lief irgendwie. Ne? Wir dachten, wir müssen uns woanders um die Baukultur kümmern als hier in der Innenstadt. Anscheinend ein Fehler. Dann kamen die Umwälzungen der letzten Jahre, die Covid-Pandemie, die alles beschleunigt hat, die Krise des Einzelhandels, die Krise der Gastronomie, gewisser Teile der Gastronomie, und das ist jetzt nicht vorbei. Die Digitalisierung macht da weiter, was den Einzelhandel anbelangt, und wir erleben, dass sich die Landschaft hier, was den Einzelhandel angeht, radikal verändert. Und dieses Vakuum, das wurde nach Corona schnell gefüllt, und was verständlicherweise die Menschen zuerst wollten, war zusammenkommen, feiern und so weiter. Und dieses Vakuum wird jetzt bespielt. Und ich bin sehr dankbar, dass Herr Dr. Joachim Groth, der auch gleich hier auf dem Podium sitzt, Vorstandsvorsitzender von der Bürgergemeinschaft Altstadt, den Hilferuf absendete. Da soll ein Fandorf entstehen auf dem Heumarkt. Tausende von Fußballfans werden da 3 Wochen lang oder wie lange die EM dauert, 2024, die Stadt füllen. Und das alles in der engen Altstadt und so weiter. Wir haben die Ereignisse in Korea vor Augen und so weiter. Also es ist ein Problem und nur ein Symptom für die immer dichtere Folge von Großevents, wo ganze Stadtareale gesperrt werden und so weiter. Also wir sollten mal wieder auf unseren Stadtkern schauen und auf diesen Kristallisationsort von Gesellschaft, wo Handel stattfindet, Begegnung, Flanieren, politische Willensbekundung und so weiter. Alles das und natürlich Nachtleben, Feiern, alles auf engem Raum in unserer Altstadt. Da sollten wir noch mal drauf schauen. Tut Köln genug für ein ausbalanciertes Nebeneinander? Gibt es ein gesamtstädtisches Leitbild für die Innenstadt und all das, was da drin stattfindet? Oder läuft Köln Gefahr, sich zu verramschen? Gibt es sowas wie Overtourism? Oder ist diese Stadt einfach groß genug, dass sie das alles fassen kann? Ist der Tourismus, dem sich Köln verschrieben hat, das, was mit dem Image als Kunst- und Kulturmetropole zu vereinbaren ist? Ja, da stößt man auf das Bonmot von Hans-Magnus Enzensberger: Der Tourismus zerstört, was er sucht, indem er es findet, von 1958. Er beschrieb den Tourismus als Flucht aus den Zwängen der durchregulierten Industriegesellschaft.
ja, ist es das, was wir hier beobachten, dass man nach Köln kommt, quasi zu einem Asylort für Freiheitssuchende der besonderen Art, die sich hier dem Kontrollverlust hingeben können, den sie sich vielleicht in Itzehoe oder Ilmenau oder so nicht trauen würden. Ne? So, also. Die Dystopie könnte sein, dass Reisende 2038 von Köln berichten werden, wie John Wesley 300 Jahre zuvor. Kennen Sie wahrscheinlich auch den Ausspruch. Am selben Abend gegen 5 Uhr kamen wir in Köln an, der hässlichsten und schmutzigsten Stadt, die ich je mit eigenen Augen sah. Die Bauruine des Doms empfand er als unförmiges Gebilde ohne Anmut und Symmetrie. Wir haben auch heute wieder Dauerbaustellen und wir haben eine Krise des öffentlichen Bauens. Wir haben Bauverwaltungen, die selber sagen, dass sie überfordert sind. Wir haben Politiker, die zunehmend verunsichert wirken angesichts epischer Bauzeiten und indexierten Baukosten, die sich, wenn man mal bis zum Ende durchrechnet, dann verdoppeln. Und daraus ergibt sich einfach eine, ja, vielleicht eine Unfähigkeit, weitere Bauprojekte zu entscheiden. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Zumindest sind wir, was den Dom anbelangt, weiter als 1738. Aber wenn man mal die Via Culturalis sich vorstellt mit ihren ganzen Projekten, wie lange daran gebaut wird, kann es gut sein, dass wir 2038 tatsächlich noch dabei sind. Und ja, was passiert bis dahin? Verschwindet das Wohnen? Verschwinden hochwertiger Einzelhandel? Und gibt es so Ramschläden, wie sie sich jetzt in der Hohenstraße breit machen? Gibt es vielleicht am Ende nur eine nicht tageslichttaugliche Partymeile und ewige Baustellen? Wer ist die Dystopie? Aber wir wären nicht BDA, wenn wir nicht ein optimistisches Bild versuchen zu erzeugen. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Kurve dahin. Weil diese Stadt mit ihren Kulturschätzen, die wir hier in einer einmaligen Dichte haben, mit ihren romanischen Kirchen, natürlich mit dem Weltkulturerbe Dom, mit ihrer vitalen, kreativen Bevölkerung, das ist einfach ein Kapital, was es gilt, auch hier an zentraler Stelle zu fördern. Und vielleicht tut sich ja was auf, das Sterben bestimmter Formen von lokalem Einzelhandel gibt ja vielleicht auch Chancen, dass diese astronomischen Mieten nicht mehr aufgerufen werden und sich mehr entkommerzialisierte Räume auftun, in denen Stadt wieder das sein kann, was wir uns darunter vorstellen. Das bedarf natürlich eines Managements und einer Stadt, die das will und die da an einem Strang zieht und nicht im Klein-Klein der Dezernate irgendwo vor sich hinwurschtelt, ohne an ein gemeinsames Projekt zu glauben. Gut, also der BDA möchte ausdrücklich die optimistische Sicht hier heute Abend erzeugen und dafür habe ich hier namhafte Unterstützung. Ja, wir fangen an. Da freue ich mich sehr drüber. Der Herr Govert Janssen von der Vereinigung Frieden van de Amsterdamse Binnenstad ist also ein Verein, der quasi der Spiegelverein der Bürgergemeinschaft Altstadt ist. Und er wird uns heute berichten über New Tourism Beleid en Wereld Erfgoed. Der kann aber auch sehr gut Deutsch, deswegen kann man das auch übersetzen mit Weltkulturerbe und neue Tourismuspolitik. Robert Janssen. Gut. Nou ja, goedenavond, dames en heren. Of lieve vrienden, darf ich auch sagen, habe ich verstanden. Ich komme schon einige Male hier in Köln und letztes Mal im Dezember bei Joachim und Freunde. Und dann haben wir unsere Aktivitäten ausgetauscht und davon gelernt. Und ich hoffe, dass
Sie auch von uns und ich von Ihnen was lernen kann. Ich bin ein stolzer Amsterdamer. Das ist der Amsterdamer Wappen mit die drei Kreuzen. Ich habe da gewohnt, erst von 1950 dort 1954. Und dann geht es so, wenn dein Vater irgendwo anders wohnhaftig auf wirksam wird, sind wir stets umgezogen. Und so bin ich das ganze Land durchgegangen. Und da bin ich auch habe ich überall gewohnt und gestudiert. Und dann noch 42 Jahre als Anwalt praktiziert in Einheim und Nimwegen. Und ungefähr 10 Jahre her bin ich wieder in Amsterdam zurechtgekommen. Und da bin ich aktiv in unser Verein. Unser Verein ist ein Club von ungefähr, es wechselt noch etwas, so 3000 Mitglieder. Meistens von der Innenstadt, aber auch außerhalb der Stadt. Und das ist unsere Innenstadt. Das Ei am Nordlicht. Und dann ist die Innenstadt, das sieht meistens aus dem 16. Jahrhundert. Und das ist großen Teil, es ist eine multifunktionelle Innenstadt. Hier sieht man alle Berufe und de Praxis van de stad. Dat gaat van parkplaatsen naar horeca en bureaus. Maar ook wonen daar immer mensen. En dat is het wichtigste van onze Mitglieder. Das sind alle Monumenten von Amsterdam, was rot ist. Und die sind alle gepflegt. Und das ist etwas, was wir nachfolgen. Und wenn da Welterbe in Gedrang kommt, dann schreiben wir Protestbriefe und sorgen wir, dass da Publizität in die Zeitung kommt und das gibt oft wieder neue Mitglieder. Und, aber auch unsere Ziele werden dann befolgt. Das ist die Innenstadt und das ist das Kerngebiet, das Graue. Vom Weltkulturerbe. Und der Rest ist, was heißt, eine Bufferzone. Auch das ist beschirmt. Das wird auch in die Problematik bezogen. Und übrigens ist, was Bufferzone heet, das Zentrale, ist das älteste Teil von Amsterdam. Ja, was für Architekten interessant ist, ist vielleicht, wir haben so unsere Stadtvorstand, die Leitung von der Stadt, hat ein Hochbauprogramm. Und das ist so eigentlich, althans, wir hoffen, dass das immer so bleibt, dass alles, was an Hochbau, und das ist meistens an der Überseite vom Wasser und südlich von der Stadt, nicht sehbar ist aus der Innenstadt, dann geht das durch. Und so, nicht so, dann fragen wir, um das damit zu rechnen. Und das hat von Zeit zu Zeit gute
Maßnahme, dass Architekten die Gebäude so positionieren, dass man aus der Innenstadt die Gebäude, die Neubau, nicht sichtbar ist. Und das haben wir auf verschiedenen Stellen sicher im Rande, lang, dem Wasser entlang, können wir das, ja, so sieht man oft, dass die Gebäude etwas eine merkwürdige Form haben, aber das dient dazu, dass man frei aussehen kann und nicht die Hochbau sieht. Naja, ich habe schon gesagt, die ganze Innenstadt ist Monument eigentlich, Welterbe. Aber was Zahlen zu nennen, ein Einwohnertal, Amsterdam ist nicht so eine große Stadt, hat ungefähr 900.000 Einwohner. Die Innenstadt, da wohnen kaum, sage ich, 85.000. Da kommen jeden Jahr so ungefähr 700.000 Touristen und die Übernachtungen zählen 15,5 Millionen. Und das bemerkt man in der Stadt. Man sieht hier, das ist im in Gebiet, das heißt der Jordan. Und das hat ja, so viele Besucher ab und zu, dass die Gassen volllaufen. Wir haben momentan auch so eine Problematik, in Folge von TikTok oder Instagram, da werden Produkte sichtbar gemacht und dann da kommen viele Leute sind so, hey, hat man diese Art von Schlangen in die Gasse und das gibt natürlich auch die nötigen Verkehrsprobleme. Was die Via Culturalis betrifft, können Sie mit mir fast feststellen, dass die ganze Amsterdamse Binnenstadt eigentlich eine Via Culturalis ist. Was den Ballmann-Effekt, ich kannte das Wort nicht, aber ich weiß es nun, was den Ballmann-Effekt betrifft, will ich zeigen, dass in Amsterdam sicherlich genauso schlimm ist als in Köln. Was uns betrifft, sollten wir hauptsächlich darin bestehen, sind unsere Hauptziel darin bestehen, dass die Kulturstadt zu stärken und negative Auswüchsen entgegenzuwirken. Das ist eigentlich, was wir tun. Hier treffen unterschiedliche, oft traditionelle Interessen aufeinander. Das erfordert eine vernünftige Politik von Politikern, von Beamten, von Unternehmern, Kulturorganisationen und von den Bürgern. Und ja, es sind die Bürger, die bei uns die Mitglieder der Verein sind und die korrigieren uns und weisen uns auch auf Sachen, die unsere Andacht, unsere Interesse haben sollen. Im Mittelpunkt unseres Verbandes steht das Erbe und die Lebensqualität der Stadt Amsterdam. Und das ist eigentlich, die sind die Sache, ne, die uns Welterbe Umgebung und die Lebensqualität, die Wohnqualität von der Innenstadt hat unser besonderes Interesse. Bei unseren Aktivitäten betonen wir
die Wirtschaft der Einwohner gegenüber die Wirtschaft der Besucher. Das ist ein Spannungsgebiet, was viel Interesse und Andacht hat, haben soll. Hier ist das ist in der Nähe vom Leidseplein. Ich weiß, wie Amsterdam kennt, wer Amsterdam kennt. Das ist ein touristisch ziemlich voll besucht Gebiet. Und das hat diese Art von Sachen zu sehen, wenn die Leute weg sind. Naja, das ist unser de Wallen. Rotlichtviertel heißt das ja auf Deutsch. Naja, das ist unser Rotlichtviertel, das ist Moulin Rouge, das sind alle Arten von Sachen. Eine der Probleme von Amsterdam ist die Prostitution, das ist auch vor allem hier in dieser Gegend und mit name auch in die Gassen. Das gibt sehr viel Touristen kommen da, um dann die Damen hinter die Rahmen zu sehen und damit zu flirten oder wie weiß ich was. Das ist nicht immer, es wird als ein Tiergarten auch gesehen. Prostitution hat es eigentlich seit 100 Jahren gegeben in Amsterdam und Binnenstadt, ursprünglich im Zusammenhang mit dem Hafen und de Handelsaktivitäten von Amsterdam. Daarvoor kwamen viele matrozen typische toeristenwinkel of geschäften die man ziet in de stad met ijs en coffeeshops, dat is iets anders, daar kom ik zo aan over te spreken. Maar dat zijn die typische toeristenwinkels of geschäften. Die komen oft in de stellen van waar mensen vroeger de bakker en die normale laden had. En daar komen die verschillen dan. En dan komen deze art van. Kan man klompen houden. Met Dutch Home Clothes. En Halsema is onze burgemeester. Die schließt, schreibt hier die Zeitung, die Parool, 7 Touristengeschäfte in der Stadt, weil es zu schnell geht. Und das sind. Eine andere Problematik ist natürlich meistens Softdrugs. Problematik, Drogen und Smartshops. Auch die haben unser Interesse. Ja, so ist es hier. Das sieht man nicht da. Ja. Oh ja.
Naja, auch in die Duvalla, in das Rotlichtgebiet, da spielt auch die Drogenproblematik. Meistens durch Smartshops und Coffeeshops. Und es zieht auch viele Touristen an. Und Junggesellenabende, ich weiß es, das hat man auch hier in der Stadt. Meistens toll gekleidet und hochkomisch. Und das ist ein Auswachs vom Tourismus in Amsterdam. Die harte Drogenkriminalität infiltriert in die Welt von die Smartshops. Und ja, die Untenstadt, die Untenwelt findet auch seinen Weg da. Und deshalb ist es die Gemeinde, de Vorstand, de, wie sagt man das, het Bestuur? De Verwaltung ist das Wort. De Verwaltung tätig, um diese Art von Sachen, in Problematik, zum Beispiel in Antwerpen ist ja heute so ein Rotlichtdistrikt, war meistens in ein Wohnungsviertel. Das ist nun konzentriert in ein anderes Wohnviertel, etwas südlicher. Das ist etwas, was man in Amsterdam auch versucht zu. Aber das ist. Erst kommen dann die Einwohner, die sind gegen. Und das ist schwierig, um damit ein Erfolg zu haben. Inzwischen gibt es bereits Stimmen, die sagen, dass die Handel, die Drogenhandel, die Smartshops, einfach zum liberalen Klima Amsterdams gehört. Und ja, das ist etwas, wo wir entgegen kämpfen müssen. Weil, ja. Ja, hier sind wir. Ja, hier sind eigentlich einige moderne, recente Initiativen von der Verwaltung und von uns. Das ist das Beschränken von die Rivier-Cruises. Ein Einschlag von die Stunden im Red Light District, in Rote Licht, op de Wallen. Pilot on limiting the crowds in the Red Light District by using gates. That's quite difficult to. Ziemlich schwierig, om dat daardoor te realiseren. Tackling nuisance, bachelor parties, ik zag het zo. Alcohol banning in special in sommige gebieden. Was auch ein ziemlich viel auf Andacht für unser Verein ist, um das Wachsen von Hotels und Airbnb zu stoppen oder jedenfalls etwas einzuschränken. Etwas kann auch bewirkt werden mit höheren Touristensteuer. Wir haben öfter gefragt und wirken dafür, um
tourist attractions in the inner city to stop. En die in andere gebieden van Amsterdam zo realiseren. Nou ja, die hotelstop, want het probleem is dat oft kriegt ein Hotel wird größer und dann haben die in die Planung noch einige Vierkante Meter übrig und dann wächst das Hotel doch. Was ich sage, es wählen inzwischen eine Resident Economy less than a Visitors Economy. Und was auch interessant ist, ist, dass das Wort kennt ich auch nicht, het waren von, het handhaven van the laws and rules. Die sollten, da ist Amsterdam, ist da nicht so gut in. Ich weiß nicht, wie es hier in Köln ist, aber Amsterdam ist ziemlich, wie heißt das, locker, ihre Regel zu wahren. Naja, ich habe, denke ich, fast alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob da Fragen sind oder Aufmerkungen. Ja, das ist so. Aber die Verwaltung so weit zu kriegen, ist ein ziemlich großes Problem. Da oft muss der Richter daran sich einmischen. Da. Und da haben wir ziemlich viel Erfolg mit. Und das variiert mit zum Beispiel die LED-Reklames, die man in der Stadt sieht. Momentan sind da verschiedene verboten und das hat auch zu tun mit der Rekonstruktion vom Amsterdam Museum in der Innenstadt, was ein altes Kloster und Waisenhaus war früher. Und das spielt eine Sache für den Richter, um das anders zu kriegen, mit Respekt für das Monument. Sind da noch, ja, haben Sie eine Frage? Ja. Billigtourismus, Ballermann-Tourismus, ja. um sozusagen ein schlechtes Image aus deren Sicht zu kreieren, nämlich bleib weg von Amsterdam, wenn du nicht die Regeln halten willst. Na ja. Das sind meine Worte. Ja. Wir sagen kaum. Naja, das ist ein Problem, ja. Und gibt es da schon irgendetwas, wo Sie aus der Erfahrung Ihres Vereins sagen können? Wir müssen oft die Gemeinde daran erinnern, dass da ein Plan war, um das zu beschränken oder
zu bekämpfen, und das tun wir eigentlich stets. Ja, 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 sicher. Ja. Ja. Es gibt einen riesigen Widerspruch, weil ich glaube, was in Amsterdam jetzt passiert, ist die Kumulation einer Entwicklung, die sich durch die Jahrhunderte vollgezogen hat. Und das heißt, diese Idee der Stadt als Ort des Konsums, als Hochpunkt der konsumistischen Gesellschaft. Ja. Und was wir in Amsterdam sehen, ist quasi die Identifikation der Jugend in diesen ideologischen Rahmen. Ja? Das heißt, für mich bedeutet Leben, bedeutet einfach so irgendwas zu konsumieren oder Drogen oder Produkte oder irgendwas. Was haben Sie als Staat dagegen zu setzen? Eine alternative Ideologie zu diesem konsumistischen, kapitalistischen und jetzt in die Dekadenz jetzt auch gehenden Ideologie, weil ich denke, dass in den nächsten Jahren die Sachen sich ändern werden. Im Rahmen von dieser Problematik spielt momentan die Diskussion vom Ingesessenschaft. Man will, dass die Drogen, dass Amsterdamer davon Gebrauch machen können, aber nicht die Touristen, weil das so viele Touristen, weil ja, Engländer oder Deutsche, die nach Amsterdam kommen, die, ja, die zu Hause können die vielleicht, ich weiß nicht, die Drogen nicht haben. Und bei uns sind sie frei und einfach zu erhalten. Ja, aber es gibt Alternativen zu diesem Konsum. Also ich glaube, die Stadt Amsterdam sollte sich überlegen, also eine starke Idee, ein starkes Konzept. Ich möchte mal kurz eingreifen. Entschuldigung, ich möchte den Abend gestalten. Wir haben nachher noch eine Stunde Zeit. Ja, aber das können wir nicht unterbrechen. Ja, doch. Wir haben eigentlich jetzt erstmal das Programm. Ich meine, man kann nicht so etwas machen, wenn man das, nicht ein klare ideologische Hintergrund hat. Hier wurden nach Fragen gefragt und nicht nach Vorträgen. Ich habe nur eine Anmerkung gemacht. Ja, danke schön. So, wir werden nachher noch genug Zeit zum Fragen haben, deshalb möchten wir jetzt in unserem Programm weitermachen. Vielen Dank, Robert Janssen. Ja, vielen Dank für den Besuch. So. In der Ankündigung hier auf dem Titelbild war leider ein kleiner Fehler. Wir haben nämlich zwei Impulsvorträge. Ich freue mich jetzt sehr darauf, dass Kaspar Krämer die Via Culturalis hier beleuchten wird. Und Kaspar Krämer ist sicherlich den meisten bekannt, einer der profiliertesten Kölner Architekten, BDA-Präsident lange Zeit gewesen, vom Bundes-BDA durch viele Bauten hier in Köln präsent. Eins sehen Sie direkt, wenn Sie aus dem Fenster schauen, können alle sehen, das ist dieses Eingangsbauwerk für den Südturm, eine sehr schöne, angemessene und zurückhaltende Lösung für diesen ganz wertvollen Platz. Ich freue mich jetzt auf Kaspar Krämer und seinen Vortrag Vision Via Culturalis. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Erich. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich freue mich, dass ich hier stehen darf und Ihnen kurz nochmal die Idee der Via Culturalis in Erinnerung rufen darf. Ich werde dazu etwas weiter ausholen, die Geschichte kurz erläutern, wie es überhaupt dazu gekommen ist, um dann mit einem Bilderbogen, den wir erstellt haben, dazu auch dann später in meinem Vortrag mehr deutlich zu machen, um was es uns eigentlich geht. Ja, das ist unsere Stadt aus großer Höhe, wunderbar einzusehen, mit dem Rheinstrom und der Kernstadt. Hier nochmal näher dran in Schwarz-Weiß. Und wie Sie alle wissen, ist ja Köln eben 2000 Jahre alte Stadt. Und in der Kernstadt
ist das Stadtbild und die Struktur ja geprägt vom alten römischen Castrum. Und dieses Straßennetz, die die einzelnen Insulae eingefasst haben, bestimmt eigentlich heute noch das Grundstrukturgerüst unserer Stadt hier im Kern. Und es ist eigentlich die Idee von Oswald Matthias Ungers gewesen, der im März 1999, als nämlich hier nochmal die Stadt in der Struktur mit einem Bild, was vom Römisch-Germanischen Museum von Markus Trier gemacht worden ist, wo man diese hohe Straße nochmal sehr deutlich erkennt und diese Insulae, die durch dieses Straßengeflecht gebildet werden. Und Oswald Matthias Ungers hat 1999 bei der Fertigstellung des Wallraf-Richarts-Museums eigentlich diese Idee des römischen Stadtgrundrisses noch einmal aufgegriffen. Und er hat eben diesen Begriff der Via Culturalis geprägt als Idee für einen Kulturpfad mit genau diesem Namen. Und er hat es mit Bezug auf die Entwicklung dieses Stadtraums wegweisend Inhalte projiziert. Und ich möchte, weil dieser Text, den er da verfasst hat, so eingehend ist, möchte ich Oswald Matthias Ungers zitieren. Viele werden sich noch an ihn erinnern. Die Rasterstruktur der römischen Stadt Köln hat sich bis in die heutige Zeit in einigen Straßenzügen, wenn auch leicht verändert, im Wesentlichen erhalten. Der römische Cardo, die Nord-Süd-Verbindung, entspricht exakt dem Verlauf der Hohe Straße. Die römische Stadtkante zum Rhein hin, die aus drei Terrassenufern bestand, ist im Stadtgrundriss deutlich ablesbar. Der Vorschlag einer Kulturstraße entsteht aus dem historisch gewordenen Zusammenhang von Kulturdenkmälern und öffentlichen Einrichtungen, die sich im Laufe der Zeit entlang einer Nord-Süd-Trasse vom Dom bis zu Maria im Kapitol entwickelt haben. Die sogenannte Kulturachse beginnt am Hauptbahnhof mit dem Bahnhofsvorplatz, das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, und endet im Lichthof von Maria im Kapitol. Ebenfalls wie Perlen an einer Schnur sind entlang dieser Verbindung kulturelle Einrichtungen und historische Ereignisse aufgereiht. Das Römisch-Germanische Museum, das Diözesanmuseum, jetzt demnächst Neue Mitte, der Eingang zum Prätorium, das historische Rathaus mit Renaissance-Laube und Rathausturm, das neue Wallraf-Richarts-Museum und auch eventuell ein jüdisches Museum. Wir wissen, dass das heute schon Realität wird. Entlang der Straße erleben zu können, und das ist es jetzt, ist wohl einmalig in der Welt und in keiner anderen Stadt derart konzentriert zu finden. Bisher blieb diese Gelegenheit, das ist alles 1999 Originalton, jetzt ein Vierteljahrhundert her, derart konzentriert zu finden. Bisher blieb diese Gelegenheit städtebaulich ungenutzt. Durch den Neubau des Wallraf-Richarts-Museums am Gürzenich schließt sich die Lücke in einem kontinuierlich von Norden nach Süden verlaufenden Kulturband. Diese Kulturachse gilt es deutlich hervorzuheben und als Teil einer Innenstadtstruktur zu begreifen. Vom Rhein aus gesehen entstehen damit der historischen Topografie entsprechend unterschiedlich parallel laufende städtische Zonen, die sich eben auch widersprechen, da werden wir ja gleich kommen. Einmal die Erholungszone am Rheinufer, die Vergnügungszone, Tourismus in der Altstadt, die Kulturzone vom Rhein-Kalli-Platz zum Gürzenich und die Kommerzzone entlang der Hohen Straße. Kommerz, Vergnügen und Erholung haben ihre städtebauliche Identität entwickelt. Was in dem Akkord der unterschiedlichen Inhalte fehlt, ist die Kultur. Hier liegen noch ungenutzte Möglichkeiten, die einer intensiven Entwicklung bedürfen und vor allem einmalige Chancen für das Image der Stadt Köln und die Identität der Stadt bieten. Für das Image der Stadt Köln und die Identität der Stadt. Deshalb sollte man darüber nachdenken, wie über einen längeren Zeitraum die Ressourcen aktiviert und das brachliegende kulturelle Potenzial erlebbar gemacht werden kann. Wir sind heute weiter. Diese prophetischen Worte von Ungers sind ja auf fruchtbaren Boden gefallen. Hier nochmal klar zu erkennen, die Struktur mit der Hohen Straße und diese in Nord-Süd verlaufenden Strukturen des alten römischen Castrums mit der entsprechenden heutigen Bebauung. Man sieht hier sehr schön die fast ja wirklich Nord-Süd verlaufende Achse zwischen, wenn man so will, Düsseldorf und Rom, wo Köln eben auch ein wichtiger Baustein ist. Und das ist letztendlich der Ausgangspunkt für, ich sag mal, den geistigen, intellektuellen Impuls, die Via Culturalis eigentlich darstellt.
hier jetzt nochmal das, was Ungers beschrieben hat in einer Nachtaufnahme, beziehungsweise eine Modellaufnahme mit dem Dom natürlich und der Via Cultural. Am Ende ist eben Maria im Kapitol mit den entsprechenden Plätzen, die sich daran anschließen. Der 2008 hat dann der Paul Bauwens Adenauer als Präsident der Industrie- und Handelskammer ja den Masterplan Köln initiiert. Die Stadt Köln hat ihn 2009 angenommen und der Masterplan hat ja Interventionsräume definiert und davon war natürlich einer die Kernstadt und dann sogenannte Lupenräume. Und einer dieser Lupenräume war denn auch diese Via Culturalis, damit wurde die Ungersche Idee aufgenommen und die Stadtverwaltung hat dann im Rahmen des Speerschen Masterplanes diese Broschüre erstellt, diese Via Culturalis, die Stadtgeschichte, eine wirklich ausgezeichnete Zusammenfassung und unglaublich mühevolle, sehr sensible, feingliedrige, möchte man fast sagen, und anspruchsvolle Publikation, wo also alle Straßenquerschnitte und die Möblierungen und die Pflasterungen dargestellt sind. Und es ist eine großartige Leistung des Stadtplanungsamtes gewesen. Und das ist eigentlich die Grundlage jetzt für die Via Culturalis mit den einzelnen Bauwerken. Und hier wurde eben versucht, diese Perlenschnur, von der Ungers sprach, eben auch im öffentlichen Raum in ein ästhetisches Bild zu verwandeln und mit einer enormen Aufmerksamkeit die kulturelle Dimension unserer Stadt deutlich werden zu lassen, im Anspruch, den wir als Bürger an unseren öffentlichen Raum haben. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum diese Via Culturalis so entscheidend und so wichtig ist, weil sie nämlich ein Bild abgibt für unsere Stadt, das nach außen wirken kann. Hier nochmal diese einzelne Broschüre, die ich jedem nur empfehlen kann, die kann man im Stadthaus erwerben und das ist ein unglaublich schönes Buch, wo man sieht, was mit Stadtgestalt gemeint ist und was daraus werden kann. Hier nochmal ein kleines Beispiel, wo Straßenquerschnitte und Belege dokumentiert sind. Die Umbaumaßnahmen haben begonnen, Sie haben es in der Zeitung gelesen, das ist etwas stockend, wie immer, aber mühselig ist es nun mal am Gürzenich mit dieser Verbindung zum Heumarkt, wo eben schon die Pflastersteine liegen und ich hoffe, dass wir im Sommer dann tatsächlich dieses Stück Straße mal bewundern können. Hier, das ist der momentane Zustand. Ja, hier nochmal das Bild in umgekehrter Richtung vom Dom zum Lichthof und Maria im Kapitol. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Vor zwei Jahren hat der Verleger Michael Wienand genau aus dem gleichen Impuls, warum wir hier alle stehen, weil wir unsere Stadt lieben und weil es uns nicht egal ist, wie sie aussieht, hat er gesagt, was können wir eigentlich machen, um das Bürgerbewusstsein dieser Stadt, was ja so viel für diese Stadt gegeben hat, alle Museen, die hier entstanden sind, ja bürgerliche Stiftungen gewesen, wie können wir das eigentlich wieder reaktivieren und ins Bewusstsein rufen, damit nämlich genau dieses Downgrading nicht stattfindet. Und er hat dann gesagt, da müssten wir eigentlich die Schätze unserer Stadt, die wir in den Museen versammelt haben, die müssten wir zeigen und verbildlichen. Und daraus ist eben dieses große Werk Köln Gold entstanden. Ich weiß nicht, die meisten werden es vielleicht kennen, eine Kassette, die man aufschlägt. Und dann da ist da eben dieses fabelhafte Buch drin, in dem eben die großen Schätze von der Pop-Art bis zu den mittelalterlichen Schätzen versammelt sind. Und als das Buch entstand, und ich durfte daran teilweise mitarbeiten, kam die Frage auf, was können wir denn als Projekt zeigen, was unsere Stadt baukulturell ausmacht. Und da kam dann in der Diskussion die Idee auf, die Via Culturalis abzubilden. Und so ist eigentlich dann dieser Folder, den ich hier mal zeigen will, dieser Folder entstanden, in dem eben diese einzelnen Momente, die ich Ihnen jetzt auch zeigen werde, entstanden sind. Und das ist auch der Grund, warum ich hier stehe. Ich habe ansonsten, außer dass ich Bürger dieser Stadt bin und engagiert bin für das öffentliche Bild, eigentlich mit der Via Culturalis gar nichts zu tun. Hier müssten viel kompetentere und auch wichtigere Leute stehen. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass ein Bürger dieser Stadt das hier mal stellvertretend durchblättert. Und das Gleiche gibt es auch nochmal in klein und das Ganze groß, klein und mit diesem Folder hier mal ausgebreitet. Auch das kann ich Ihnen nur empfehlen, da durchzublättern, weil man da mal merkt, was diese Stadt eigentlich ist. Und diesen Kaninchengedränge von Analysen und Meinungen, die uns jeden Tag irgendwie verwirren, ja, ist es eigentlich großartig, sich mal klarzumachen, was unsere Stadt ist, was sie hat und was sie kann und wohin sie könnte. Das ist eigentlich der wichtige Punkt und das Signal dieses Buches. Und ich mache jetzt ganz schnell diesen Rundgang, damit wir Zeit für die Diskussion haben. Das ist eben Maria im Klar, muss ich nicht erklären. So sieht es in Farbe aus. Ich mache mal darauf aufmerksam, dass jetzt die Visualisierung alle ohne Verkehrsschilder und Ampeln sind. Und Sie werden feststellen, wie wohltuend das ist. Denn Sie werden mit mir einer Meinung sein, dass Köln überschildert ist.
Und das, was jetzt passiert durch die Verkehrswende, also die Bemalung der Straßen wie ein Indianer auf Kriegsfahrt, das ist für mich also unglaublich und eine Zerstörung des öffentlichen Raumes. Und ich hoffe, dass das bei der Via Culturalis nicht passiert. Hier ist natürlich, das hat viele irritiert, dass das Altenheim nicht mehr da ist. Das wollte man natürlich nicht. Aber man muss einfach nur mal sehen, welche Perspektiven Köln hat, wenn man sich mal frei macht von allen Zwängen und sagt, was sind die Schätze dieser Stadt? Was sind die ästhetischen Momente unserer Stadtbaukultur? Hier der Gürzenich schwarz-weiß in Farbe und dann eben mit der Außengastronomiegestaltung, die da angedacht ist, nur mal ein Bild, wie es sein könnte. Dann der Blick hier zum Quatermarkt, zum Haus Neuerburg, rechts der Gürzenich und St. Alban. So sieht es jetzt aus. Und da gibt es einen Vorschlag eines Frankfurter Architekten Michael Landes, der dort für den Grundstückseigentümer hier ein Hotel geplant hat. So könnte also dieser Platz aussehen. Wenn man sich das mit dem vergleicht, glaube ich, ist es auch ein Gewinn an Raum und urbaner Qualität. Dann weiter zum Wallraf-Richarts-Museum, den Blick auf das Rathaus und die Mikwa. So sieht es jetzt aus und so könnte es aussehen. Schade, dass das Jüdische Museum nach Süden keinen Eingang und keine Begegnung hat, aber die Gastronomie könnte ja vielleicht vom Wallraf-Richarts-Museum aus bespielt werden. Dann hier der Theo-Buraun-Platz vor dem Rathaus mit dem Rathaussaal, also wo unsere gewählten Vertreter tagen. Das sind diese 7 Fenster und auch ein besonderer Ort eigentlich der verfassten Kölner Bürgerschaft, der Stadtfreiheit, der Unabhängigkeit, so jetzt und so auch das, wenn es neu gestaltet würde. Dann die Ecke Laurenzquartier, der alte Zustand in Grau, der neue jetzt schon mit abgerissener Ecke und dann eben die neue Architekturvision, die dort entsteht. Und auch das soll ja in 2-3 Jahren fertig sein, sodass ein wesentlicher Baustein da entstanden ist. Sie sehen rechts hier Teile der historischen Mitte des Gebäudes von Volker Stab. Hier jetzt nochmal der Blick auf den Roncalli-Platz mit dem Dom. So im Augenblick das Bild und so könnte es in Zukunft aussehen, also dass der Roncalli-Platz tatsächlich wie ein italienischer Platz, frei von Begrünung, aber großzügig mit der wunderbaren Fassade des Domes, dem fertiggestellten Domhotel und der historischen Mitte rechts mit dem sanierten römisch-germanischen Museum verbunden, eben ein ganz neues Entree bildet. Dann hier der Blick auf die jetzige Situation, so wie es jetzt ist und das, was Volker Stab vorgeschlagen hat, nämlich diesen kleinen Platz zwischen dem römisch-germanischen Museum und damit drei Adressen bilden, römisch-germanisches Museum, Stadtmuseum und die Dombauverwaltung mit den kulturellen Verwaltungen in einem Verbund an dieser kleinen Platztasche, die nochmal markiert wird von der Stele von Heinz Mack. Also es sind lauter Schätze, räumliche Schätze, die unsere Stadt hat, die der Architekt aus Berlin Stab entdeckt, gesehen und gemacht hat. Und auch diese Achse hier runter zum Hackenbergplatz, das sind alles räumliche Qualitäten, die entstehen können und werden, wenn dieses Projekt realisiert werden soll. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass daran gezweifelt wird, auch wenn ich völlig begreife, dass die Stadt kostenmäßig da natürlich ihre Probleme hat. Aber das ist so wesentlich für unsere Stadt, dass wir dieses Entree haben und dass wir diese Straße machen. Das darf deshalb nicht vernachlässigt werden. Dann hier nochmal das Domhotel. Jetzt sieht es so aus, schwer zu erkennen, aber so wird es dann eines Tages mal erscheinen. Und der Platz wird ja ein ganz anderer werden, den wir seit vielen Jahren nicht mehr so erleben konnten. Es wird ein wunderbarer Ort des Zusammenkommens sein und ein Mittelpunkt für unsere Stadt, für das Kölner Bürgertum. Und ich glaube, und die Bewohner dieser Stadt und vor allen Dingen auch für unsere Besucher. Und ich denke, das ist es wert, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, das zu verwirklichen. Ja, hier dann nochmal der Kurt-Hackenberg-Platz, der, wie ich finde, sehr gelungen ist in seiner Reduktion und in seiner zurückhaltenden Art. Aber auch da beginnt jetzt schon wieder die Beschilderung, ja, die teilweise gar nicht nötig ist, aber auch das ist ein extra Thema, wäre auch ein wunderbares BDA-Gespräch mal, über die Schilder zu reden. So sieht es jetzt aus und so könnte es dann eines Tages aussehen mit dem Stabschen Museum, dem Dom und dem Wallraf-Richarts-Museum. Ja, die Via Culturalis, ganz kurz zum Abschluss, sie hat ja nicht nur diese Museen, sondern sie hat eben auch die anderen kleinen Bausteine, wie hier zum Beispiel den Eingang in den spanischen Bau von der Westseite in die Halle, die dann hier zu sehen ist, die ja über Glastoren ist und wo ja das vom BDA entwickelte Stadtmodell zu bewundern ist und wo eben der Rat ab und zu auch tagt, wo Veranstaltungen und irgendwelche
Vorträge stattfinden. Also auch ein Ort, ein Mittelpunkt der Stadt Köln, der bis jetzt gar nicht richtig genutzt wird, weil er eben letztendlich verschlossen ist von Osten her, im Augenblick auch durch die Baustelle und aktiviert werden könnte von Westen als Zugang, wo eben Besucher dieser Stadt an diesem Modell ihren Rundgang schon mal vorab übersehen könnten. Das ist das Modell, viele von Ihnen werden es kennen, im Maßstab 1 zu 500, das Abbild unserer Stadt. Und es kommt natürlich Alban, auch da hat Ungers darauf hingewiesen, dass er dieses wirklich erschütternde Moment an die Zerstörung in der Stadt erinnernd aktivieren möchte. Die Matarin-Nachbildung der trauernden Eltern von Käthe Kollwitz, gemacht ja von Erwin Herich und Josef Beuys. Ja, und dann gibt es die Idee, den Anspruch jetzt auch schon, die Via Culturalis noch etwas zu erweitern nach Süden, nämlich zur Römermauer, die jetzt gerade ja saniert wird am Mühlenbach, sodass dann die Via Culturalis sich von der Nord- zur Südmauer spannt, also die gesamte römische Stadtgrundrisssituation abspielt und abbilden wird. Und da sind ja im Augenblick schon die ersten Aufmauerungen in Gange, um das wieder in Gang zu setzen. Und mit Begrünung davor und Bäumen wird sich also dieses Stück Stadtmauer und erinnernd an die römische Struktur und die römische Geschichte unserer Stadt da im Süden nochmal abbilden als Abschluss der Via Culturalis. Das habe ich nochmal gebracht, weil Sie wissen ja, dass ich da also ein Streiter gegen das Schild bin, weil es teilweise absurde Ausmaße angenommen hat und jetzt mit den rot-weißen Baken, die Baustellen ja markieren, eigentlich unser Stadtbild zerstört. Und ich finde, das muss man immer wieder betonen, dass wir da eine andere Sensibilität brauchen von den Verantwortlichen, dass sie nicht überall Schilder machen, sondern dass man sich auf das Wesentliche reduziert und den Stadtraum wirken lässt, damit wir in schönen Räumen für uns und die Bewohner und unsere Besucher uns freuen können, dass wir uns daran freuen können und eigentlich die Stadtbaukultur und die Stadtkunst dazu dient, dass wir glücklich sind mit unserer Stadt und vor allen Dingen stolz drauf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kaspar, für diesen Parforce-Ritt durch das, was unsere Stadt an Kapital verbirgt in sich und was freigelegt werden könnte. Und ja, wir freuen uns darauf, da mehr davon zu sehen. So, ich habe jetzt noch zwei Hinweise. Leider haben wir zwei Krankheitsfälle. Die Frau Martin ist leider plötzlich erkrankt. Dafür ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen hier, Herr Manfred Richter. Und der Herr Weiler von Cologne Pride ist leider auch erkrankt und konnte so schnell keinen Ersatz herbeizaubern. Dennoch freue ich mich jetzt auf unsere Podiumsgäste. Fangen an, Ladies first, Frau Trixi Nett ist Inhaberin eines Tanzstudios und Kulturschaffende, kann man sagen, in der Kölner Altstadt. Sie hat 2020 hier eine Dependance ihres Tanzstudios gegründet, ist Tanztrainerin und war so mutig, anscheinend mitten in der Pandemie hier sich zu etablieren und hat dann einiges erlebt und wird davon gleich erzählen. Bitte schön. So, dann gehe ich einfach mal alphabetisch. Ich freue mich, dass der Beigeordnete für Kunst und Kultur der Stadt Köln, Herr Stefan Schals, uns hier besucht. Herr Schals ist aus der Schweiz, ist Kulturmanager, war beim Schweizer Rundfunk und Fernsehen in der Musikproduktion und kaufmännischer Direktor des Basler Kunstmuseums, wenn ich so richtig im Kopf habe. Herzlich willkommen. So, dann sprachen wir über das Weltkulturerbe. Ich freue mich sehr, dass der Kölner Dombaumeister Peter Füssenich uns hier beehrt. Er hat den Weg von der Dombauhütte hierhin gefunden. Herzlich willkommen. Ja, wir müssen, glaube ich, noch einen Stuhl anbauen. Ich würde mich auch gern dann dazusetzen. So, dann freue ich mich auf Dr. Joachim Groth. Er ist der Vorsitzende des Vorstandes der Bürgergemeinschaft Altstadt
von Haus aus Jurist und Hochschullehrer. Herzlich willkommen, Herr Dr. Groth. So, dann wäre jetzt Frau Martin dran. Nein, Herr Krupp. Genau, wir haben die Politik natürlich eingeladen, wie immer. Wir haben von der SPD-Fraktion Herrn Dr. Krupp. Herr Dr. Krupp ist Rechtsanwalt von Haus aus. Wir sind also heute ein bisschen juristenlastig. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder Bestimmung. Jedenfalls freue ich mich auf Herrn Krupp. Herr Krupp ist naturgemäß an rechts- und ordnungspolitischen Themen interessiert und wird unter anderem dazu heute hier seine Partei und die Stadt, den Rat der Stadt Köln vertreten. Herzlich willkommen. So, dann haben wir von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen des Kölner Rates Herrn Manfred Richter. Und Herr Manfred Richter ist, wenn ich das noch im Kopf habe, bei der UNICEF beschäftigt und ist ebenfalls im Rat an den ordnungspolitischen Themen interessiert und kümmert sich darum. Herzlich willkommen. So, und dann haben wir noch unsere beiden Referenten, Herrn Robert Janssen und Herrn Kaspar Krämer, die ich schon vorgestellt habe. Herzlich willkommen. Ja, wenn Sie so. Herr Janssen? So, ja, nach diesem hochkarätigen Vortrag oder diesen hochkarätigen Vorträgen möchte ich erstmal eine kleine lockere Frage stellen. Ist es Kölns Bestimmung und in der Liga der europäischen Metropolen sowas wie der Klassenclown zu sein? Wer möchte darauf antworten? Auch gerne alle. Nur Mut. Ja, also ich weiß natürlich, woher Sie dieses Zitat haben. Es stammt aus einem Interview vom Presseclub mit Claudia Hessel und die Frage ging an Herrn Dr. Ammann. Und der Dr. Ammann bezeichnete Köln als locker, bezeichnete er als Spaßvogel Europas, nicht? Worauf Frau Claudia Hessel antwortete, naja, muss ja nicht immer sein. Das heißt, unsere Aufgabe ist tatsächlich, den Spaß mit der Kultur zu verbinden und dafür sind wir heute Abend da. Gibt es sonst Meinungen dazu? Herr Krupp? Also die Antwort ist ganz eindeutig nein. Köln ist nicht der Klassenclown Europas, darf es nicht sein, soll es nicht sein. Und da kann ich Herrn Groth nur beipflichten, ja, eine lockere Stadt soll es und kann es sein und ist es auch, aber das muss auch mit Anspruch und Kultur verknüpft werden. Und da ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle Nachholbedarf. Aber nein, Klassenclown ist mir deutlich zu negativ. Zu unernst oder sagen wir mal nicht ernstzunehmend genug. Ja, vielen Dank. Oder gibt es auch positive Stimmen zu dieser These? Nein. Okay, gut. Dann würde ich gerne Frau Nett fragen. Also ich habe Sie ja vorgestellt. Sie sind in der Kölner Altstadt ansässig mit Ihrem Tanzstudio und Sie haben relativ schnell viele Probleme gekriegt und haben dann einen Brief an die Oberbürgermeisterin geschrieben. Wie kam es dazu und was haben die erlebt? Ja, also 2020 durfte ich das Studio von Olivia Lindig übernehmen und habe noch
drei andere Studios und kann das sehr gut vergleichen, hier den Standort in der Innenstadt. Klar ist die Pandemie herausfordernd gewesen. 2020 haben wir das Studio eröffnet und übernommen und dann direkt zwei Lockdowns gehabt. Aber nicht nur das finde ich schwierig, auch Obdachlose vor der Tür, die Demonstrationen, die immer wieder sind, oder halt Karneval, wo wir komplett schließen müssen, war mir in dem Sinne nicht bewusst, als ich hier gestartet habe. Und dieser Standort ist als Anbieter, als Dienstleister für Sport oder auch Kultur. Wir bieten ganz viel Ballett und Jazz, Modern, Hip-Hop, Breakdance, viel für Jugendliche an. Herausfordernd, wenn eine dreijährige kleine Präballettmaus an der Hand von der Mutter an einer Hundertschaft von Polizisten vorbeilaufen muss, um zum Ballettunterricht zu gehen, ist das eine Herausforderung von so einer Dreijährigen. Was soll ich dieser Mutter sagen? Nächste Woche haben wir den 11.11., da findet kein Ballettunterricht statt. Das ist an den anderen Standorten nicht. Da feiern wir mit den Kindern im Tanzsaal Karneval. Das ist hier gar nicht möglich, weil die Altstadt gesperrt ist und der Zugang zum Studio komplett zu ist. Und naja, wir haben dann Ausfälle. Wer kommt dafür auf? Das habe ich die Bürgermeisterin gefragt, keine Antwort drauf gehalten. Habe gefragt, was ist mit den Obdachlosen vor der Tür? Sie sagte, das gehört zum Stadtbild von Großstädten. Und auch der 11.11., ja, es lag an einem Freitag, nach dem Lockdown waren viele Feiernde da. Also es waren jetzt nur Antworten, aber keine Lösungen da und ich fühle mich hier so ein bisschen alleingelassen, denke so, möchte die Stadt Köln so einen Anbieter wie uns hier in der Innenstadt haben und bin noch nicht ganz sicher, ob wir hier wirklich willkommen sind als Anbieter von kulturellem Angebot. Also leicht wird es uns nicht gemacht. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ziemlich symptomatisch, was Sie geschildert haben. Ich denke mal, das werden viele Gewerbetreibende, die ihre Betriebe in der Innenstadt haben, dazu zähle ich mich auch mit unserem Büro, schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht kann man das an die beiden anwesenden Politiker hier weitergeben. Der Herr Richter hat sich gemeldet. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Nochmal zu den einzelnen Gedanken, auch von den bisherigen, glaube ich, dass wir Köln etwas zu fatalistisch und etwas zu traurig sehen mit den vielen Stärken, die wir haben. Ja? Also wir haben trotz der Pandemie hohe Gewerbesteuereinnahmen auf hohem Niveau. Wir haben dieses Jahr noch nie so viele Beschäftigte gehabt wie in den Jahrzehnten zuvor, über 600.000. Und jetzt bei den einzelnen Spezialfällen wie 11.11., der beim letzten 11.11. aus dem Ruder gelaufen ist, auch aus unserer Sicht. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir in Köln beim Karneval ein Epizentrum weltweit sind. Dem ist so, weltweit in Köln. Also muss das auch organisiert werden. Am 11.11. war es nicht gut organisiert aus unserer Sicht. Bei den anderen Karnevalstagen schon besser. Uniwiesen müssen wir den Fass jetzt aufmachen. Das sehen wir anders, aber ansonsten ist es da einigermaßen gelaufen, als Epizentrum des Karnevals weltweit, kulturell bedingt, seit Hunderten von Jahren. Wir wünschen uns einen anderen Karneval, alles klar. Aber die Stadt ist ja nicht nur das, was wir gerade hier wunderbarerweise gesehen haben, mit diesen schönen Bildern, mit der Via Culturalis, die komplett zu unterstützen ist, sondern wir haben viele andere Beteiligte in der Stadt, wozu auch die Obdachlosen gehören, wo auch die junge Generation gehört, die auch ihre Interessen hat und die wir auch mitdenken in unserem konstruktiven Raum hier. Das will ich mal auch hier mit reingeben, dass wir bei allen Punkten nicht nur die schöne, goldene Innenstadt sehen, sondern dass es breiter ist. Letzter Punkt, dann gebe ich mein Mikrofon weiter. Die Europameisterschaft, die ja nächstes Jahr kommen wird. Köln wird ein EM-Standort sein. Ob wir wollen oder nicht, werden tausende Fans aus ganz Europa nach Köln kommen, weil wir gut verkehrlich gelegen sind. Auch für die anderen Stationen, Schalke, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, die auch EM-Spielort, da wird Köln eine besondere Rolle haben. Und diese müssen wir ja lenken, diese tausenden Menschen, die da kommen werden. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, ein Sicherheitskonzept zu machen für Altstadt und Heumarkt. Für den Rheingarten sind wir sehr skeptisch, dass der Rheingarten da mit drin ist, aber gleichwohl nichts zu tun, wäre auch falsch. Und die Menschen werden kommen nach Köln, weil wir halt ein Drehkreuz des Westens sind. Ich
Herr Krupp, ich denke, Sie greifen schon nach dem Mikrofon. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vieles, was Herr Richter gesagt hat, ist durchaus richtig. Wir sind nicht immer einer Meinung, das glaube ich, kann ich so sagen, Manfred, was bei Opposition und Ratsbündnis, aka Regierung, vielleicht normal ist. Aber vieles davon war sicher richtig. Was mir auffällt, ist, wir haben, glaube ich, in Köln, auch was die Situation sozusagen auf der Straße angeht, weniger ein Regelungsdefizit als ein Vollzugsdefizit. Also ich habe auch anlässlich dieser Veranstaltung hier nochmal in die Kölner Stadtordnung geguckt. Das ist also eine Satzung, die beschreibt, was in der Kölner Innenstadt möglich ist und was nicht, was erlaubt ist und was nicht. Und ganz vieles von dem, was beklagt wird, ist gar nicht erlaubt nach dieser Satzung. Herr Groth schickt zum Beispiel sehr ausführliche Ausarbeitungen, wie die Zustände in der Altstadt sind, mit Fotodokumentation. Da sieht man also immer wieder überquellende Mülleimer und dann haben alle ist vielleicht noch daneben geschmissen, im Zweifel aber sonst wohin geschmissen. So, es ist ganz klar in der Stadtordnung geregelt, natürlich dürfen Sie kein Müll wild wegschmeißen. Und es ist sogar für die, da würde ich sagen, als Jurist ist ja eigentlich dann alles klar, da darf ich es auch nicht nehmen, den Mülleimer schmeißen, aber für die, die vielleicht so spitzfindig sind, zu sagen, ja, wenn ich es an den Mülleimer ran tue, dann habe ich es noch nicht wirklich weggeschmissen. Nein, es steht sogar nochmal explizit in der Stadtsatzung, in der Stadtordnung drin, Sie dürfen es nicht neben den Mülleimer schmeißen. So, und alles, was Sie da dokumentieren, ist wirklich schlimm und ätzend, wenn man da wohnt, das weiß ich. Aber wir haben kein Regelungsdefizit, wir haben ein Vollzugsdefizit. Wir haben nämlich einen unterbesetzten Ordnungsdienst. Das ist das Mantra, das die SPD hat. Wir wollen kein Law and Order, aber ein bisschen mehr Kontrolle müsste sein, zumindest zu den Stoßzeiten. Und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Wir brauchen quasi kein neues Konzept, sondern eine Umsetzung dessen, was wir eigentlich an Konzepten und an Regelungen haben. Ja, vielen Dank, Herr Krupp. Ich möchte jetzt mal wieder den Bogen zur Baukultur hinkriegen. Ne? Da gucke ich mal hier nach rechts. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an, Kaspar. Stell dir vor, du wärst Kölner Baudezernent. Welche Top 3 Projekte würdest du forcieren? Dürfen auch 5 sein. Das ist natürlich jetzt so eine Märchenstunde für mich. Nein, also als praktizierender Architekt weiß ich ja, wie kompliziert das ist und wie schwierig es ist, die unterschiedlichsten Interessen und Anforderungen übereinander zu bekommen. Und wir haben ja eben schon gehört, es gibt ein Obdachlosenproblem, es gibt ein Reinlichkeitsproblem, es gibt ein Sicherheitsproblem. Also für jedes dieser Probleme könnten wir einen eigenen Abend machen, weil das ja alles Themenfelder sind, die so komplex sind und so schwierig und so in vielen Facetten zu beleuchten sind, dass das also so in so einem Potpourri gar nicht geht. Und deshalb ist das ein bisschen schwierig, diese einzelnen Projekte immer hochzuziehen und dann oder die einzelnen Themen, weil eigentlich jedes dieser Themen einen eigenen Abend verlangt. Ja, nicht? Eins hast du ja schon genannt, die Schilder, die Axt an den Schilderwald. Ja, ja. Also wenn ich Baudezernent wäre, dann würde ich versuchen, ich sage eindeutig versuchen, ich würde versuchen, eine stärkere ästhetische Führung in diese Stadt zu bekommen. Und das ist eben nicht nur bezogen auf die Bauwerke, sondern natürlich auch auf den Verkehrsraum und damit auf den öffentlichen Raum. Ich finde, unsere Stadt leidet eigentlich unter diesem Stadtbild, was nicht richtig organisiert, beziehungsweise soweit es überhaupt organisiert werden kann. Aber es ist nicht richtig beobachtet in meinen Augen. Also wenn ich jetzt die Umwandlung der Komödienstraße angucke, das mag temporär sein, aber wie das aussieht und das im Rahmen einer Verkehrswende, wo man doch sich erhofft hat, dass in dem Moment, wo das zerstörende Auto zurückgedrängt wird und jetzt andere Verkehrsteilnehmer nach vorne rücken, dass das auch ein Zurückgewinn von ästhetischer Qualität ist, davon sehe ich gar nichts. Und diese Form der Beschleunigung oder überhaupt der Ordnung und das Bewusstsein dafür überhaupt herzustellen, das meine ich, wäre eine ganz wesentliche Aufgabe. Ich könnte ganz viele Dinge nennen. Wir sind ja im Gespräch mit dem Baudezernenten an vielen Themen, unter anderem hier mit der Bauaufsicht, hier mit Herrn Kriege, wo wir eigentlich in sehr guten Dialogen sind, wo wir versuchen, die Probleme, die wir gemeinsam identifizieren, zu lösen. Also als Baudezernent würde ich versuchen, mit den anderen Dezernenten viel enger zusammenzuarbeiten. Ich würde versuchen, eine ästhetische, baukulturelle Vision für diese Stadt zu erarbeiten, so wie es in dieser Broschüre passiert ist, und die versuchen wirklich durchzusetzen. Ich würde einmal im Jahr immer einen Lagebericht geben zur Baukultur in dieser Stadt. Das würde ich am Stadtmodell machen und ich würde ganz andere Dinge machen, die ich jetzt aber hier verschweige. Und leider bin ich schon zu alt dafür. Ja, das war doch schon mal was, ne? So.
handfest. Ne? So, ja, wir sind jetzt so ein bisschen in Richtung Verwaltung geschlittert. Ne? So, insofern, wir laden ja immer gerne hier auch Verwaltung ein. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns gefunden haben, Herr Schals. Den Wirtschaftsdezernenten haben wir auch eingeladen, weil wir eigentlich meinen, das Thema gehört genauso in sein Ressort. Er hatte leider keine Zeit. Herr Dr. Amann von Köln Tourismus, ich glaube, da vorne residiert er, dem war der Weg deutlich zu weit hierhin. Ist das symptomatisch dafür, dass ja, einerseits so ein bisschen so eine Wegduck-Mentalität in der Verwaltung herrscht? Da kann ich Sie natürlich jetzt eigentlich nicht zu fragen, aber trotzdem, wir brauchen ja ein Leitbild, wir brauchen ja so etwas wie ein ästhetisches Leitbild, wir brauchen aber auch ein soziales Leitbild und ein kulturelles Leitbild, und da müssen eigentlich die Dezernate alle gemeinsam dran arbeiten, also die Stadtplanung, der Baudezernent, die Wirtschaftsförderung, das Kulturmanagement. Gibt es sowas wie eine gemeinsame Leitbilddiskussion und gibt es da eine Kooperation, oder ist der Eindruck, den wir haben, dass da jeder sein Süppchen kocht, nicht doch vielleicht richtig? Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Und was ich vielleicht auch noch sagen wollte, also ich finde den Ort schon mal so ganz toll, also dass wir hier sitzen können, und wenn ich da raus, ich bin zum ersten Mal hier, aber ich bin total überwältigt. Also das allein, wenn man hier sitzt, spürt man schon, was für eine grandiose Atmosphäre hier eigentlich herrscht. Und vielen Dank, Herr Krämer, auch über Ihren Vortrag. Das zeigt einfach auch das ganze Potenzial, was wir hier haben, mitten in Köln. Was jetzt die Situation im Stadtvorstand anbelangt, ich kann Ihnen einfach sagen, dass sowohl Herr Haag wie auch Herr Reitermann und ich an solchen Themen in ganz engem Austausch arbeiten, dass wir nicht alle immer zu dritt auftreten können, das kann man verstehen. Ich glaube, Herr Haag ist heute wahrscheinlich an einem anderen Ort und versucht, mich zu vertreten, und dasselbe gilt für Herr Reitermann, und wir tauschen uns regelmäßig aus. Ich werde die beiden Herren morgen früh dann treffen und ihnen berichten von heute Abend. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass wir da aneinander vorbeireden würden. Aber vielleicht ganz kurz, also aus meiner Sicht, ich glaube, wenn wir hier über dieses Thema Via Culturalis und diesen Ort sprechen, es gibt natürlich, und das verstehe ich auch aus Sicht der Politik, gewisse Probleme, die man lösen muss. Aber ich glaube, heute wäre eigentlich die Gelegenheit, auch nochmal den Blick darauf zu richten, welches Potenzial hier eigentlich besteht. Und wenn man hier ankommt, der Bahnhof ist ja gleich hinten, dann tritt man hier auf diesen Platz und erlebt halt so schon ein Stück des historischen Kölns mit dem Dom und dem Museum und dann das Museum Ludwig und die Philharmonie, wo man dann sofort spürt, das ist ja nicht nur eine historische Stadt, sondern es ist eine Musikstadt, es ist eine Kunststadt und so weiter. Und das finde ich unglaublich eindrucksvoll. Und ich habe mit Kollegen von mir gesprochen, der eine ist Paul Spies, ein Holländer, der in Berlin die historischen Museen leitet als Direktor, und der Joan Roca, der die historischen Museen in Barcelona leitet, und die kennen unsere Situation sehr genau und die sind Fan von Köln. Und ich habe die auch schon eingeladen, ich war auch schon bei denen zu Besuch, und die sagen mir einfach, wenn wir das hier richtig anstellen, dann sind wir mindestens so interessant wie eben Berlin und Barcelona, was das angeht. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist, dass wir eben nicht nur in diesen Einzelbereichen arbeiten, sondern dass wir eben dieses gemeinsame Potenzial sehen. Und deswegen bin ich so daran interessiert, dass wir nicht organisatorisch, das interessiert mich gar nicht, sondern eben konzeptuell die historischen Einrichtungen, die historischen Museen hier versuchen zu verbinden und so ein gemeinsames Ganzes zu bilden. Ich glaube, das könnte unsere Stärke sein. Ich kann Ihnen sagen, hier pro Jahr kommen 5 oder 6 Millionen Menschen aus der ganzen Welt her, um den Dom zu sehen. Wenn wir die archäologische Zone, was, glaube ich, auf der Welt einzigartig ist, mit 6000 Quadratmeter unterirdische Zone, ein Parcours von 600 Meter über das römische Prätorium und das jüdische Mittelalter, also jede Familie in Europa, jede
jeder, der hierher kommt, der will das unbedingt sehen. Und wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Das weiß ich wirklich. Aber wir werden das versuchen auch zu visualisieren, dass hier eben eine Kultureinrichtung nach der nächsten auf dieser Via Culturalis wie so ein Puzzle jetzt umgesetzt wird und realisiert wird. Und das ist jetzt noch eine Frage von 2, 3, 4, 5 Jahren. Aber wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen. Und ich glaube, das wird ganz unglaublich. Und ich weiß, ich habe so diesen Enthusiasmus, aber es ist nicht unrealistisch, das kann ich Ihnen sagen. Und wir haben was Besonderes. Und ich glaube, diese Probleme, die Sie angesprochen haben, die müssen wir auch lösen. Das verstehe ich alles. Aber ich glaube, das darf nicht im Mittelpunkt stehen, sondern das müssen wir mit großer Sorgfalt beobachten und müssen was dagegen tun. Aber ich glaube, die Zukunft liegt eben in dem Potenzial, was wir haben. Das wollte ich sagen, ja. Vielen Dank, dass Sie mich so nett unterstützen. Ich gebe zurück. Ja, vielen Dank, Herr Charles, für dieses begeisterte Plädoyer eines Zugereisten. Es ist immer wieder toll, wenn man so von außen so einen Blick auf unsere Stadt richtet, weil man hat halt immer diese Nahsicht und ist immer so problemorientiert in seiner Wahrnehmung. Vielen Dank. Ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu Herrn Füssenich als Dombaumeister, Kölner Dombaumeister, unsere dauerhafteste und prominenteste Baustelle, Weltkulturerbe. Ich habe ja gelernt, wusste ich gar nicht, Weltkulturerbe ist nicht einfach etwas, das kriegt man ans Tor genietet und dann hat man das, sondern das ist eine komplexe Angelegenheit und es gibt auch einen Managementplan zum Erhalt des Kulturerbes und das strahlt auch aus. Also das Umfeld des Weltkulturerbes ist genauso wichtig und muss bewahrt werden. Sehen Sie das auf einem guten Weg? Was sehen Sie für Probleme? Oder vielleicht erzählen Sie einfach mal kurz was zu dem Managementplan, wie der aussieht und was da drin steht. Ja, also ich begrüße auch Sie alle ganz herzlich, sehr geehrte Damen und Herren. Ein Managementplan ist ein Handlungsinstrument zur Erhaltung des Welterbes. Das ist nicht nur das, was die Dombauhütte jeden Tag leistet mit ihren rund 100 Mitarbeitenden, der Erhalt des Domes, sondern es geht viel weiter darüber hinaus. Das bedeutet, das hat städtebauliche Aspekte. Dazu gehört auch, das können wir als Dombauhütte gar nicht leisten, da ist dann auch die Kommune, die Stadt auf jeden Fall mitbeteiligt, das Stadtplanungsamt zum Beispiel in der Festlegung von Pufferzonen, sowas wie in Amsterdam gibt es hier in Köln auch. Sie alle erinnern sich vielleicht, die ist entstanden, als damals auf der rechten Rheinseite diese große städtebauliche Planung der Hochhaussiedlung entstanden ist, die dann dazu geführt hat, dass der Dom auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes geriet. Zum Glück gab es dann einen Stopp und daraus ist eine Pufferzone entstanden, die auch den Dom und die Integrität hier in der Stadt erhält. Aber auch ein Hochhauskonzept wird ja derzeit von der Stadt, vom Stadtplanungsamt erarbeitet. Auch das gehört zu einem solchen Managementplan dazu. Und das ist ein Instrument, das nie fertig sein wird. Der wird immer weiter fortgeschrieben, denn auch eine Stadt muss sich ja entwickeln und dem auch Rechnung tragen. Wenn wir hier in die Innenstadt sehen und einmal über die Hohe Straße gucken, schauen wir auch, was ist in den letzten Jahren hier passiert. Es ist so ein gewisser Niedergang zu verzeichnen. Auch die Qualität der Geschäfte nimmt ab. Sie alle kennen die Frittenbuden. Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile gibt. Lukas Podolski hat jetzt einen neuen Dönerladen um die Ecke aufgemacht. Die ganzen Süßigkeitenläden. Also da ist so ein gewisses, die Qualität schwindet so ein bisschen. Ich glaube, da muss man auch gegenarbeiten. Das sind sicher die Auswirkungen, die noch von Corona übrig sind und eben auch der Wechsel ins Internet. Wer fährt noch in eine Stadt, um nur einzukaufen? Das passiert ja heute nicht mehr. Und ich glaube, dass die Entwicklung der letzten Jahre es eigentlich gezeigt haben, dass es nur um einen gesunden Mix in der Innenstadt geht. Also pures Einkaufen, pures Arbeiten, pures Wohnen, das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht in dieser Reihenform und es müsste sich etwas ändern. Ich glaube, mit der Via Culturalis kommen wir zu dem, was Kaspar Krämer eigentlich als Vision, und ich bin ganz dankbar für die schönen Bilder,
Denn diese Vision braucht man auf jeden Fall, das herauszuarbeiten, was das Gold Kölns ist. Köln ist die einzige Millionenstadt in Deutschland, die eine solche 2000-jährige Stadtgeschichte hat. Und ich glaube, darum geht es auch. Es ist nicht nur der Dom, es ist noch viel mehr, was Köln zu bieten hat und auch ein Potenzial, was wir eben ausschöpfen müssen. Ich würde auch dafür werben, dass wir das noch ein bisschen durchhalten. Im Moment sind wieder überall Preisschilder dran und natürlich muss man sich überlegen, was wir uns leisten können. Aber wir müssen uns auch überlegen, was wir uns leisten wollen. Und der Invest in die Kultur, in die Häuser, die unsere Geschichte hier in Köln erzählen, das ist doch von ganz besonderer Wichtigkeit. Ja. Da kam... Ja, vielleicht, ich finde das ganz wichtig, wir haben es auch an den Bildern von Herrn Krämer gesehen, diese Visualisierung, da ist ja immer so ein bisschen schummriges Licht und dann wird das so schön erhellt und das suggeriert so ein bisschen was Besonderes und man denkt dann immer so, ja, wirkt auch so ein Stück weit fake, ja. Aber ich muss wirklich sagen, und das finde ich eben ganz wichtig, Herr Füssenig, wenn wir eben diese kommerziellen Zonen oder diese Handelszonen, wenn wir das mal ein bisschen weiterdenken, wenn wir eben mit Kultureinrichtungen hier aktiv werden und auch mit Umnutzung, wie das Stadtmuseum Haus Sauer, mit der Kultur ist es eben möglich, Sonntagsöffnungen, Abendöffnungen und so weiter zu machen. Also wir können natürlich die Innenstadt ganz anders beleben und ich glaube, das wird ganz entscheidend sein und da können wir einen großen Teil der Probleme, die wir jetzt haben, können wir damit lösen und den Weg müssen wir gehen. Ich glaube, die kulturelle Bespielung wird ein ganz wesentlicher Teil sein, diese Veränderung dieser Innenstadt. Ja. Ganz kurz nur zur Klarstellung, Sie haben eben von meinen Bildern gesprochen, also es sind nicht meine Bilder, ja. Ja, aber es sind die Bilder, die wir zusammengetragen haben aus den beteiligten Büros, die uns ihre Visualisierung zur Verfügung gestellt haben und das war ein unglaublich mühsamer Prozess und dann ist es vereinheitlicht worden durch das Büro HH Vision, ja, die also eine wunderbare Arbeit geleistet haben und wir haben es bewusst, wie Sie sagen, in so ein bisschen warmen Glanz gebadet, weil es wirklich um das Bild geht und um die Bewusstmachung der Schönheitsmöglichkeiten, auch wenn das jetzt nicht vielleicht jedermanns ästhetische Vorstellung ist, aber allein um mal zu zeigen, wie so eine Stadt sein könnte. Das war die Idee, die Michael Wienand hatte und die wir umgesetzt haben und die wir auch gegen den Widerstand, muss man auch mal sagen, der Stadtverwaltung teilweise umgesetzt haben, weil uns gesagt wurde, wir können uns ja gar nicht anmaßen, sowas zu machen. Das ist ja unser Thema, das der Stadt. Dann habe ich gefragt, warum habt ihr das denn nicht längst visualisiert? Ihr müsstet doch für eure Stadt werben und für eure Projekte. Ja? Und da, um das kurz abzuschließen, hatte ich das Gefühl, dass da so Widerstände sind. Dann habe ich natürlich sofort, bin ich auf Markus Greitemann zugegangen, der sofort erkannt hat, ja, dass das ganz wesentlich ist und hat uns grünes Licht gegeben. Ja, also das war alles schon auch abgestimmt. Und man sieht aber daran, dass es ein sektorales Denken gibt. Ja, die Leute sind immer nur für sich und die haben ihre Gehege und da darf keiner rein. Und daran mangelt es in unserer Stadt auch, dass dieses Öffnen der Prozesse für alle, die interessiert und engagiert sind und auch ernsthaft und seriös, das müsste viel stärker passieren. Danke. Herr Füssenig, wollten Sie da direkt was sagen? Ich wollte nur sagen, mir ist aufgefallen, zum Glück sagen Sie, das ist nicht Ihre Visualisierung, der historische Vierungsturm ist wieder aufgetaucht, habe ich am Dom gesehen, ich weiß nicht. Wollen Sie den wiederherstellen? Reden wir nochmal drüber. Gut, jetzt wird es ein bisschen zu detailverliebt, aber... ich wollte eigentlich bei Herrn Schals nochmal nachfragen. Ne? Sie, ja, darf ich noch kurz, weil es an Ihren Beitrag anschließt, brauchen wir eigentlich nicht auch andere Museen? Brauchen wir nicht Museen, die nicht um 18 Uhr zumachen und so Closed Shops sind? Und brauchen wir nicht Museen, die in den Stadtraum eingebettet sind, viel länger aufhaben, viel offener sind, viel mehr Aktionsflächen haben? Sind die Museen, die wir hier und heute in Wettbewerbsentwürfen vorliegen haben, sind das eigentlich die wir für die Zukunft noch brauchen? Weil in den letzten Jahren hat sich ja doch verdammt viel geändert.
Genau, also das sind zwei Dinge. Das eine habe ich ja schon erwähnt, das ist, wie Museen miteinander verbunden werden, also wie wir uns gegenseitig ergänzen und unterstützen. Das sind diese Verbundsideen, das ist ganz wichtig. Und das zweite ist natürlich, dass wir die Struktur dieser Häuser verändern, und das sind wir auch schon auf dem Weg. Also man spricht heute so von einer Dreiteilung. Also ein Teil ist diese klassische Ausstellungsbereich, wo man sich mit Objekten beschäftigt. Der zweite Teil ist ein Ort, wo man sich begegnen kann, Veranstaltungen, Panels machen kann. Und der dritte Teil ist, was wir so mit Education-Bereich oder Learning Center bezeichnen würden, also wo man mit jungen Menschen Themen bearbeitet. Und es gibt Museen wie das Futurium, die das wirklich ganz klassisch eine Ebene so, eine Ebene so, eine Ebene so. Ich glaube, hier in dieser Dichte dieser Museen können wir uns das leisten, dass wir sagen, wir können vielleicht ein Learning Center für zwei, drei Museen an einem Ort, eine Security-Loge für zwei, drei Museen an einem anderen Ort. Wir müssen nicht in jedem Haus alles vorsehen, das ist gar nicht nötig. Und deswegen müssen wir auch beim Bauen und beim Planen der Bauten und der Sanierung darüber nachdenken, was brauchen wir eigentlich wo. Aber dass wir diese Dreiteilung im Prinzip mitmachen, das ist ganz klar. Third Space, also der dritte Orte, sind sehr wichtig. Dieses Thema kennen wir aus einem anderen Bauprojekt, das müssen wir heute nicht besprechen, das kennen Sie alle in der Nähe des Neumarktes. Aber das ist auch ein wichtiges Thema. Ich habe auch schon mit den Bühnen Köln gesprochen. Was bedeutet eigentlich am Offenbachplatz? Was bedeutet eigentlich dieser große Bau? Was passiert da tagsüber? Also wie ist die Öffentlichkeit da angesprochen tagsüber? Dürfen die da auch einfach in diese Foyers, dürfen die nutzen und so weiter und so fort? Und wir sind intensiv daran, Konzepte zu entwickeln. Das macht man in London, in Paris, in anderen Städten auch. Wir sind nicht am Schlafen, sondern wir nutzen jetzt diese Zeit. Und das wollte ich vielleicht auch noch sagen, diese ganzen Sanierungen und Bauten, die wir hier haben, die sind im Moment schmerzhaft, das verstehe ich. Aber wir sind vielleicht die einzige Stadt in Europa, die das alles gleichzeitig im Moment vor den Füßen hat, aber wir werden an einen Punkt kommen, wo wir eben die Dinge fertigstellen und dann an einem Punkt stehen, wo eben die ganze Welt auch auf uns guckt, weil wir eben mit neuen Museumskonzepten, ja, lachen Sie nicht, mit neuen Museumskonzepten und eben durchdachten Konzepten dastehen und ein Angebot machen können, was eben andere Städte nicht können. Und wir sind wirklich im Hintergrund, und deswegen freue ich mich auch so, dass ich heute sprechen darf, an der Entwicklung dieser Ideen. Und wir beziehen ganz viele ExpertInnen mit ein. Und selbstverständlich, was Sie auch gesagt haben, nicht so diese Singularität, sondern eben verschiedene Stakeholder. Und ich glaube, das ist im Moment eine ganz wichtige Zeit. Ganz ehrlich, und ich, also ich bleibe positiv. Ja. Herr Dr. Groth, Sie wollten zum Thema etwas beisteuern. Ja, ich gehe davon aus, ich sitze deswegen hier. Ja, ne? Ja, gerne. Also, das Erste ist, ich möchte noch mal eine kleine Replik zu Herrn Richter, den ich durchaus schätze, halten. Ich glaube, die Ansicht ist nicht ganz so. Es wird auch an den Rundtischen immer wieder betont, ja, das ist ganz toll und tausende Fans kommen nach Köln und tausende Fans, Millionen muss man fast sagen, kommen wegen des Karnevals. Das ist ein falsches Stadtverständnis. Schauen Sie, wenn Sie eine solche Millionenveranstaltung am Heumarkt durchziehen mit Public Viewing für 8000 Leute 4 Wochen lang, dann schreddert das die Sozialstruktur der Stadt. Sie haben eben gerade die Hohe Straße erwähnt. Sie brauchen nur über den Altermarkt und den Heumarkt zu gehen. Da sind Dönerbuden, Frittenbuden, Pizzabuden hier in der Hohen Straße, genauso wie am Altermarkt in der Hürnergasse oder am Heumarkt. Und wenn Sie dann die Wohnraumsituation sich anschauen, dann werden Sie feststellen, Sie finden nichts mehr. Also wenn hier jemand eine 80 Quadratmeter Wohnung sucht in der Innenstadt, findet er die nicht mehr. Warum ist das so? Wegen der Millionen-Events. Schauen Sie, früher hieß es, wer in die Altstadt zieht. Dann hieß es, wer ins belgische Viertel zieht, an den Brüsseler Platz, dann an die Zülpicher, ins Quartier Latin, dann an die Schafenstraße etc. pp. Das heißt, diese Eventindustrie schneidet sich immer größere Stücke aus der Innenstadt heraus. Und das ist etwas, was Sie genau ablesen können. Das heißt, es gibt keine Mischstrukturen mehr, sondern es gibt Monostrukturen, die die Massen versorgen. Und zwar die Massen, die von außen kommen. Ich lebe 30 Jahre in der Altstadt. Das heißt, ich habe ein
eine singuläre Stellung hier, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe den Wandel von einer verantwortungsgebundenen Zivilgesellschaft im Sinne eines Citoyens in eine verantwortungsungebundene Konsumgesellschaft, die von irgendwoher kommt, mit Billigflieger und bei Airbnb übernachtet, erlebt. So, wenn Sie Sozialstrukturen und Mischstrukturen erhalten wollen, und ich gehe davon aus, das wollen die Grünen und die SPD sowieso, steht im Namen, dann müssen wir hier versuchen, irgendwo von dieser Masse runterzukommen und nicht, wie es am Rundtisch Karneval schon wieder passiert, für den 11.11. eine dezentralisierte Entlastungsveranstaltung zu planen, also eine Mischung aus CSD und Love Parade, wie es Peter Berger so schön formuliert hat, saufen und laufen. Ne? Also, das ist das, was wir erreichen müssen, sonst ist das keine Stadt mehr, sondern eine riesige Robinson-Club irgendwo, ein Robinson-Club-Areal, wo dann permanent solche Fäden laufen. Das Zweite, und da will ich ganz kurz auf das eingehen, was der Charles betont hat und auch Kaspar Krämer. Wir haben noch eine viel größere Chance. Wenn Sie die Innenstadt hier als 2000-jährigen Kulturgrund begreifen, der ja so schön zum Ausdruck kam, wir sprechen immer wieder über die Nord-Süd-Achse. Bitte nehmen Sie die Ost-West-Achse dazu. Wir haben einen Beitrag zum Managementplan Welterbe Dom geleistet, wo wir von Via Culturalis 1 und Via Culturalis 2 sprechen. Die Via Culturalis 1 wird immer wieder betont. Sie geht vom Dom bis zu St. Maria am Kapitol. Viel wichtiger ist aber die Via Culturalis 2. Und zwar, wenn Sie so wollen, fangen Sie an der Oper an, über das Kolumba-Viertel mit dem Kolumba-Museum. Zwei Pritzker-Preisträger, Gottfried Böhm und Zumthor, haben das gebaut. Sie lassen sich runterfallen über den demnächst entstehenden Augustusplatz bis hinüber zum Castel di Vizia, am Prätorium vorbei. Alles Welterbestätten. Ja, sensationell. Und wenn Sie das so begreifen, dann können Sie nämlich auch die vergammelte Hohe Straße oder das vergammelte Rheinufer mit den Kneipen unter Leistungsdruck bringen. Aber nicht zupflastern mit EMs und Karnevals und CSDs und weiß der Kuckuck bis oben hin oder noch mehr von diesen Veranstaltungen, dann können wir das alles vergessen. Danke sehr. Ja, danke, Herr Groth, für diesen sehr engagierten Beitrag. Ich möchte es gern noch mal an die Politik geben. Und wir haben ja mit Amsterdam und Köln eigentlich zwei ähnliche Metropolen, ne? Also besiedelte Innenstädte. Andere Städte beneiden Köln um das dicht bewohnte Zentrum. Ich habe gehört, Amsterdam 85.000, Köln Innenstadt waren es, glaube ich, mal 100.000. Ist vielleicht nicht ganz aktuell, aber wir haben da durchaus Parallelitäten. Was kann man tun, vielleicht zunächst mal Herr Janssen, was kann man tun, um das Wohnen zu stabilisieren und zu diversifizieren und dauerhaftes Wohnen von allen Schichten der Bevölkerung in den städtischen Zentren zu ermöglichen? Was können wir von Amsterdam lernen? Naja, Wohnen in Amsterdam ist schrecklich teuer. Man sagt, dass der Polizist, der Lehrer und die Krankenschwester keine Wohnung kaufen kann und kaum mieten kann. So, die brauchen alle außerhalb der Stadt zu gehen. Und das ist ein Problem. Und das erkenne ich auch von hier. Es sind mehr Sachen, die mir auffallen hier. Ich habe da nun zugehört, vornehmlich. Erstens, Amsterdam ist erst entstanden in dem 12. Jahrhundert. Wir haben keine Geschichte wie hier, die mehr als 2000 Jahre zurückgeht. Wir haben auch kein Karneval. Wir haben doch Schilder. Zu viel Schilder. Und wir haben, was haben wir nicht eigentlich? Wir haben oft dieselbe Problematik als Köln, denke ich. Ja. Herr Krupp und Herr Richter,
Gibt es sowas wie einen Masterplan Wohnen für die Innenstadt? Was könnte die Stadt tun? Weil sie ist ja eigentlich nicht mehr Herr der Entwicklungen, was Verdrängung und Gentrifizierung und Bodenspekulation angeht. Was könnte die Stadt tun, um gerade die Qualität, die wir haben, mit dem bewohnten Zentrum zu stützen? Könnte die Stadt eingreifen in den Wohnungsmarkt? Könnte sie Veränderungssperren erlassen? Könnte sie aktiv eine Rolle spielen auf dem Wohnungsmarkt, indem sie Wohnungen ankauft und aus dem Spekulationsstrudel entzieht? Soll ich mal anfangen? Okay, machen wir auf den Fokus mal Wohnen in der Innenstadt, was ein Riesenthema ist, weil Köln wächst, aber der Platz ist begrenzt. Wir haben noch nicht die Verhältnisse wie in Amsterdam, wo, glaube ich, das Mietniveau noch teurer ist und auch wo der Touristenzustrom weitaus höher ist. In Amsterdam, haben wir eben gehört, waren 15 Millionen Übernachtungen. Hier in Köln war es im letzten Jahr 5,2 Millionen Übernachtungen in 22, um mal die Größenverhältnisse zu sagen. Und wir hatten über 3 Millionen Ankünfte und 5,2 Millionen Übernachtungen, um das Gefühl zu bekommen, mit allen Problemen, mit dem Wohnraumentzug durch Airbnb, was auch dort passiert in der Innenstadt. Schwieriges Geschäft. Aber wir konnten gemeinsam, auch denke ich mal, auch interfraktionell, haben wir erstmal als wichtiges Maßnahme die Personalstärke in dem entsprechenden Amt im Dezernat 5 verstärkt, dort wo die Sanktionen laufen zu Wohnumwidmung zu Airbnb, dass auch die Gesetze und die Sanktionen, die bis 50.000 Euro gehen können, erstmal umgesetzt werden können, brauchen wir erstmal Menschen dafür, die das auch prüfen, machen und tun. Was nicht leicht ist, aber was in den letzten Jahren, wenn Sie die entsprechenden Berichte sehen, auch Wirkung gezeigt hat, aber noch nicht genug. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, was angesprochen wurde, sind die Milieuschutzsatzungen, wo wir in dieser Ratsperiode eine in der Severinstraße gemacht haben und eine in Mülheim, glaube ich, aus dem Kopf gesprochen. Für die Innenstadt kann das vielleicht für die nächste Ratsperiode, weil da auch klare gesetzliche Rahmenbedingungen notwendig sind, um das umzusetzen. Ich will nur sagen, meine lieben Kollegen, es ist nicht gut oder schlecht, dass die Menschen kommen zur EM. Sie kommen. Es ist nicht gut oder schlecht, ob die Karnevalistinnen kommen oder nicht. Sie kommen. Und da müssen wir uns auf Stadt drauf einstellen. Wenn wir nichts machen würden auf dem Heumarkt und Altermarkt, wären da tausende Menschen unkontrolliert in der, auch in der Altstadt. Das will ich nur sagen, es ist gut, wenn wir ein Sicherheitskonzept haben, wo wir gemeinsam darauf schauen müssten, dass der Rheingarten nicht in Betroffenheit gerät. Das ist der Punkt, dass man darauf zu werben, die Menschen kommen ja nach Köln zu den einzelnen Events. Die Alternative wäre in dem Fall, dass Köln nicht EM-Startort ist, dass Köln dem Karneval abschwört und so weiter. Aber das wird ja nicht passieren. Deswegen müssen wir gemeinsam gucken, wie wir da gute Lösungen finden. Also darf ich ganz kurz darauf antworten, Herr Richter. Rhetorisch war das sehr gut. Ja, also das erkenne ich durchaus an, auch die Fragekombination. Nur, ich bin Jurist. Schauen Sie, wenn Sie für eine Stadt, um gerade die Sozialstruktur zu erhalten und gerade das Wohnen in den Vordergrund zu stellen, Bebauungspläne schaffen, Platznutzungskonzepte schaffen, Wohnraumschutzsatzungen schaffen, Landesemissionsschutzgesetze schaffen, und da kommt irgendeine Institution an, stellt so einen großen Sack Goldkarten auf den Tisch und sagt, jetzt ist Fußball hier. Jetzt richten wir das als Stadion ein. Dann haben Sie Public Viewing mit den entsprechenden Abzäunungen am Heumarkt. Dann haben Sie da 8000 Fans, die grölen. Und danach, ja, danach ist Party. Wir haben das 2006 bei der WM erlebt. Nicht der Kölner Stadtanzeiger. Die BBC hat eine Dokumentation darüber gedreht, wie viele Tausend von Beamten hier waren, um uns überhaupt zu sichern. Das ist kein Spaß mehr, Herr Richter. Wohnen Sie die 4 Wochen bitte in der Altstadt. Dann wissen Sie, wovon Sie reden. Das Problem ist das Demokratieverständnis. Wir schaffen Gesetze, um hier Schutzvorschriften zu erlassen. Und wenn wir die wegziehen, wenn der Regen am stärksten ist, dann ist es ein Problem auch für das Demokratieverständnis. Es ist keine Selbstverständlichkeit, hier in der Altstadt oder Innenstadt Millionen-Events so zu fahren. Wir haben, das wissen Sie, eine große Dokumentation angelegt zur EM 2024 und Lösungsvorschläge erarbeitet. Man kann sich ganz anders darstellen am Heumarkt. Ja, man kann ein kulturelles Event daraus machen. Man muss nicht das Saufen protegieren. Und das ist genau das Thema. Es geht
hier um Alkohol, um Geld verdienen in dem Bereich. Und wenn Sie so etwas machen, das sehen wir jetzt in der Altstadt, sind die nächsten Häuser fällig für Airbnb, weil Sie machen es so lukrativ, dass hier Häuser gekauft werden sollen, damit eben zu der Zeit man so viel verdient, wie mit der Miete irgendwo anders das ganze Jahr nicht. Das ist ein Problem. Bitte, der Wunsch ist Reduktion. Das ist entscheidend. Die Leute werden kommen, ohne Frage, aber wir müssen nicht dort außerhalb des Stadions Stadien bauen, wo man diesen Umsatz geriert. Bitte, Herr Krupp. Ja, von meiner Seite aus, also von der SPD-Fraktion, wie gesagt, Herr Richter und ich stehen uns eigentlich in einem Regierungs-Oppositionsverhältnis gegenüber und schenken uns eigentlich nicht viel. Aber ich muss sagen, in einem Punkt hat er recht. Die Leute kommen, sie werden auch zur EM kommen. Und ich persönlich bin der Meinung, es ist gut, dass Köln EM statt ist. Das ist durchaus, das ist ja nicht irgendein Kirmesturnier, das ist immerhin die Europameisterschaft. Das trägt dem Image von Köln durchaus bei, auch als Sportstadt. So, die UEFA macht aber nun mal Anforderungen. Sie können nicht einfach sagen, wir stellen Ihnen hier das Stadion zur Verfügung und dann sind wir EM-Stadt, sondern die UEFA stellt dann Anforderungen, dass sie ein Fanbetreuungsprogramm haben. So, die Überlegung der Stadt ist, dagegen wendet sich die Interessengemeinschaft bzw. die Bürgergemeinschaft Altstadt, die Idee der Stadt ist, ein Fandorf in der Nähe oder in der Altstadt aufzubauen, weil der Gedanke ist, die Fans werden ohnehin in die Altstadt strömen, weil es nun mal als Partyviertel bekannt ist. Das mag man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist sozusagen, die Stadt versucht da zu antizipieren, was faktisch passieren wird. Das, muss ich sagen, finde ich persönlich jetzt erstmal nicht unklug. Ob ich dauerhaft die Altstadt in dem Zustand haben möchte, wie sie jetzt ist, da kann ich Ihnen sagen, nee, will ich nicht. Also sind wir uns einig. Ob ich jetzt sozusagen Ihnen da in jedem Punkt recht gebe, ist eine andere Sache. Aber sicherlich gibt es da Exzesse, die nicht in Ordnung sind. Aber nur noch mal zum Verständnis, warum es eines solchen Fandorfes bedarf und warum die Stadtverwaltung der Meinung ist, es soll in Richtung Altstadt gebracht werden. Und so sehr ich auch mit der Stadtverwaltung teilweise als Oppositioneller sozusagen im Clinch liege, finde ich den Gedanken durchaus nachvollziehbar, das Fandorf dahin zu bringen, wo mutmaßlich die Fans auch hinströmen werden. Und das ist nun mal die Altstadt. Ja, ich möchte jetzt gerne die Runde öffnen für Fragen aus dem Publikum. Reinhard. Ja, danke schön. Mir geht während der Diskussion so ein bisschen durch den Kopf, dass wir eigentlich, ich will nicht sagen, in drei verschiedenen Lagern sprechen, aber zumindest drei verschiedene Weltsichten dieser Diskussion zugrunde legen. Denn ich habe das Gefühl, diese Notwendigkeit zu reagieren, zum Beispiel auf sehr, sehr große Verwertungsinteressen, und diese ganze EM ist ja auch verwertungsgetrieben. Das heißt, da steckt sehr viel Verwertungsinteresse dahinter, dass der Stadt letztendlich nur sehr geringem Maße zugutekommt. Und das ist eine Schiene. Das heißt, die Frage, wer verdient eigentlich an dieser Stadtkulisse? Die zweite Frage ist, welche Stadtstruktur wünscht sich Köln, um nachhaltige Entwicklungsprozesse hier zu initiieren und es zu ermöglichen, dass einerseits Menschen hier in angemessenem Umfang und ohne jetzt, sag mal, diese Stadt wirklich zu okkupieren, ihr Geld verdienen, auch vielleicht am Karneval oder an irgendwelchen Filmdrehs, wo man dann nicht aus dem Haus kommt, etc., etc. Und die dritte Frage ist, wie geht das zusammen mit einer kulturellen, lebendigen Initiative, die Sie ja so außerordentlich blumig, wortreich und sicher auch mutmachend beschrieben haben. Und ich glaube, diese drei Positionen, die müssen in einen Diskurs gebracht werden und nicht nur über Statements abgehandelt werden. Ja, vielen Dank. Ich sehe das auch so. Also jetzt mein Part ist natürlich die Kultur und da ist es eher die Frage, wie wir diese Innenstadt gestalten und wie wir sie bespielen mit einzelnen Events, ist vielleicht wirklich eine andere Frage. Also mein vielleicht ein bisschen romantisches Idealbild ist sowas wie das Museumsquartier in Wien. Und wenn Sie da sind, dann müssen Sie gar nicht unbedingt in ein Museum gehen, sondern es ist einfach ein kulturell aufgeladener Ort. Ja. Also sie spüren diese Atmosphäre, die Leute gehen gerne dahin und setzen sich dahin und profitieren von dieser Atmosphäre. Und ich glaube, das können wir hier auch schaffen. Wir werden natürlich uns auch bei der EM 2024 mit einem kulturellen Programm, wo wir wirklich auch in der Innenstadt
sichtbar sind und auch mit Gästen und mit Bewohnern Kölns ein Angebot machen und anbieten. Und das, ich glaube auch, dass das toll wird. Aber ich glaube, die Chance, die wir hier haben, ist schon nochmal eine andere, also dass wir die Stadt nochmal oder die Innenstadt nochmal ganz anders gestalten könnten. Ich glaube, dass die Kulturen, wir haben es ja von Ihnen gehört, also es gibt eben diese verschiedenen Sektoren, die so parallel zueinander laufen. Und ich glaube, man hat vielleicht die Kultur in einer gewissen Art und Weise ein bisschen vernachlässigt. Das könnte man vielleicht so sagen. Und ich glaube, das ist jetzt eine große Chance, die wir haben, das zu stärken. Und das wird das Stadtbild und ich glaube auch die Atmosphäre, wenn man sich hier in der Stadt bewegt, schon nochmal anders prägen. Aber ich finde, man muss das nicht so ausschließlich machen, dass nichts anderes hier Raum haben dürfte. Also ich finde, es gehört auch ein Stück weit zu Köln, Gastgeber zu sein. Ja, und das finde ich irgendwie eine ganz große Qualität. Und vielleicht ändert sich ja auch diese Art des Gastgeberseins. Also, dass wir sagen, Gastgebersein heißt nicht möglichst viel Bier zu zapfen, sondern es gibt auch andere Formen und das wäre wahrscheinlich sehr interessant. Aber ich glaube, wir können da hinkommen. Ich werde auf jeden Fall kulturseitig versuchen, möglichst großen Beitrag dazu zu leisten. Ja. Als ich Mitte der 80er Jahre als Dänin nach Köln kam, aus beruflichen und privaten Gründen, da hörte ich zum ersten Mal den Ausdruck der Kölsche Klüngel. Dann fragte ich, was bedeutet das? Was ist das? Ja, das ist so eine Umschreibung von so Mafia, so ein bisschen. Das war natürlich nicht das, was das ist ein bisschen so, aber jetzt wohne ich hier seit langem und ich merke, es bleibt mir immer noch etwas unklar, warum das so schwierig ist, sich zu einigen. Die Interessen sind sehr unterschiedlich, aber es bleibt oft dabei. Und diese Einigung zwischen Kultur und das normale Leben etc. etc., auch heute hier in der Diskussion, viele gute einzelne Beiträge. Man weiß, wie es jetzt weitergeht im Stadtrat. Und das ist im Grunde immer das Gleiche. Ich würde mich so wünschen, dass man sich einigen könnte. Und das bedeutet, etwas kann man durchsetzen und etwas, muss man sagen, Abstriche. Also ich glaube, dass ganz viele Beteiligten hier im Raum oder auch hier auf dem Podium am Ende das Gleiche wollen. Ein Ort in Köln oder Köln als Ort, der für Kölner Freude bereitet, aber auch für Gäste. Und ich glaube, das ist eh das Ziel, was alle wollen, nur vielleicht auch unterschiedlichen Wege erreichen. Aber vielleicht kann der Joachim, der sich schon sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, um der Dame auch zu antworten, welche Lösungen es gäbe, das umzusetzen. Oh. Ja, also da sind wir so um 11 Uhr draußen. Ne? Da haben wir einiges zu bieten. Das kann man natürlich heute Abend in dem Sinne nicht leisten. Es gibt aber etwas Vernünftiges. Das Erste ist, dass man, und das ist ja die große Problematik Kölns, wir haben kein Oktoberfestgelände, wir haben keine Cannstatter Wiesen. Wir, durch die Tradition des Karnevals, sind der Auffassung, alle Millionen Events, Volksfeste etc. immer irgendwo im Zentrum stattfinden zu lassen. Das ist gut, das gibt viel Geld. Und die anderen sollen sich dann irgendwo fügen. Wenn man davon ein Stück runterkommt, wenn man reduziert, auch die aggressive Werbung reduziert, die jetzt auch schon wieder losgeht, ja, wenn man sich eben nicht als Spaßvogel Europas titulieren lassen möchte und wenn man eben auch nicht nur den Alkohol in den Vordergrund stellt, ja, das ist ja das Entscheidende, auch dass man mal die Kultur wieder in den Vordergrund stellt, das Rom des Nordens, was hat das für Schätze? Wenn die glänzen, kommt alles andere auch. Wir haben jetzt hier das Laurenzkarree, wir haben das Domhotel, wir haben auch große Bauprojekte, die jetzt kommen in nächster Zeit.
wenn man die jetzt mal in Ruhe lässt, ja, also dass sie wachsen können, dass auch hier, sagen wir mal, die Kultur wachsen kann und nicht ständig irgendwo Probleme bekommt durch ausufernde Massenveranstaltungen, dann ist schon viel gegeben. Also das Maß ist hier das Entscheidende. Und ein paar Bäume in der Innenstadt, Herr Richter, ne? Das wäre auch schön. Ja, guten Abend. Folgendes, die Dame hatte ja ganz zu Anfang beklagt, dass es unheimlich schwierig ist, ihre Tanzschule zu betreiben, wegen Müll, wegen Obdachlosen. Dann wird die Qualität der Hohenstraße beklagt, die sich immer weiter verschlechtert. Und ich glaube, die Ursache liegt aber einfach da. Man muss ja überlegen, woher kommt das? Das Gesamterscheinungsbild hier in dieser Stadt ist eine Katastrophe. Wir alle kennen die Theorie The Broken Window. Eine zerbrochene Fensterscheibe und es folgen weitere. Wenn Leute nur an Bauzäunen vorbeigehen, in Löcher gucken, die nicht fertig werden, wo nicht gebaut wird, dann wird dagegen gepinkelt, dann wird der Müll reingeschmissen, ein Obdachloser legt sich daneben. Wenn wir brauchen keine neue Via, es ist alles da. Wir müssen es nur fertig machen. Wann wird das Museum über der Mikwe fertig? Wann können wir endlich über den historischen Rathausplatz gehen, anstatt nun seit 10 Jahren an dem Bauzaun lang zu gehen? Das römisch-germanische Museum ist seit 4 Jahren geschlossen. Die Stadt hat heute noch keinen Plan, wie es renoviert werden soll. Ich habe eine private Wette laufen. Ich sage, es wird verrotten und wird abgerissen. Ich habe eine private Wette laufen. Teure Flasche Champagner, ich wette, ich werde sie gewinnen. Ja, ich hoffe nicht. Wann wird das fertig? Wir brauchen eigentlich alle Bauzäune, die jetzt hier sind, verschwinden lassen. Dann haben wir ein Erscheinungsbild und viele Probleme sind sofort gelöst. Müllproblem, Dreck, die ganze Verwahrlosung wird gelöst sein, wenn das Erscheinungsbild der Stadt ohne Bauzaun, die mögen rot-wies sein, ja, Rot-Wies, lieben wir alle. Aber wenn die weg sind, sind viele Probleme des heutigen Abends gelöst. Kleine Frage an den Dombaumeister. Wann wird der Übergang zwischen römisch-germanischen Museum und der Dombauhütte, wann wird der wieder freigemacht, damit wir von hier zum Museum gehen können? Kann das beantwortet werden? Es ist eine Baustelle der Stadt Köln, weil ja. wir sind natürlich dabei, weil die Dombauhütte darunter liegt. Das ist ja ein Projekt, was auch seit Jahren schon im Argen liegt und jetzt aber umgesetzt wird. Ich glaube, im Laufe des Jahres können Sie zumindest auf der hinteren Seite am Museum wieder vorbei. So sind die Planungen derzeit. Aber Sie haben ja was Richtiges angesprochen. Wann wird was fertig? Ich darf selber aus meiner Erfahrung sagen, wir sprechen jetzt schon seit 2013 über die historische Mitte. Das sind fast 10 Jahre, die jetzt ins Land gegangen sind. Wir sind in den Planungen vorangekommen. Natürlich hat auch die Pandemie uns alle so ein bisschen gebremst. Das geht, glaube ich, kennen wir alle. Aber man muss doch auch sagen, es sind langwierige Planungsprozesse, die erforderlich sind, damit nachher auch ein Gebäude gut wird. Das, was wir bei der Oper erlebt haben, lag daran, dass die Planungen nicht abgeschlossen wurden und dass immer wieder nachgekartet werden musste. Deshalb würde ich sehr dafür werben, dass man erst Planungen abschließt und dann baut. Und dass wir noch ein bisschen Geduld haben. Es sind einige Projekte ja auf der Schiene, die alle ein bisschen Zeit brauchen. Aber ich glaube, wenn man so die Zeitvision 2030 aufmacht, das ist schon noch was hin, aber es ist auch erreichbar, glaube ich, sieht Köln an dieser Stelle hier mal ganz anders aus. Darf ich das ganz kurz ergänzen? Wir werden 2 große Veranstaltungen, das machen wir auch alle gemeinsam, machen hier im Mai und auch im September, wo wir nochmal dieses ganze Projekt Via Culturalis, alles, was damit zusammenhängt, mit den Bauzeiten und so weiter und so fort, das nochmal kommunizieren, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das alle immer uns wieder vor Augen halten. Und ich glaube wirklich, zu dieser Rolle der Gastgeberin, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eben sagen, wir sind nicht nur
vielleicht ein Magnet für Sportfans oder für Bachelor Party Fans, sondern dass wir eben auch für das Kulturpublikum, das nationale und internationale, ein Magnet sein wollen. Und ich glaube, das bringt dann auch andere Leute und andere Menschen in die Stadt. Und ich glaube, das wäre schon unglaublich erstrebenswert. Und ich glaube, dass wir so eine Perspektive jetzt entwickeln, weil es wird natürlich nicht alles gleichzeitig fertig, aber es werden jetzt sukzessive einzelne Dinge fertiggestellt. Offenbachplatz ist nach wie vor avisiert auf den 22. März 2024, wo wir die Schlüsselübergabe machen, dass wir 2024, 2025 die Spielzeit am Offenbachplatz eröffnen können. Und Schritt für Schritt wird da einiges entstehen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, weil mit dieser Ausstrahlung wir, glaube ich, diese Orte mit ganz anders bespielen können. Also dass auch ganz andere Menschen sich davon angesprochen fühlen. Und mein Kollege konnte jetzt heute nicht hier sein, Amann von Köln Tourismus, setzt wirklich sehr auf dieses Publikum, dieses kulturinteressierte Publikum, was nach Köln kommen soll und will. Und er sagt, die anderen kommen sowieso, das müssen wir gar nicht bewerben. Aber ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass wir sagen, dort wollen wir wirklich unseren Fokus darauf setzen. Und was ich heute noch sagen darf, wir werden auch im Bereich Kulturmarketing noch mal einiges tun, weil es gibt doch Dinge, die wir national und international kommunizieren wollen, warum Menschen, die sich für Kultur interessieren, nach Köln kommen sollen. Und ich glaube, da haben wir auch in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht. Das werden wir jetzt ändern. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wie wir eben auch wahrgenommen werden, national und international. Ja, vielleicht gleich direkt zu dem Kulturmarketing oder zu dem Marketing der Stadt Köln. In den 80er Jahren war Köln mal wirklich so eine Kulturstadt, wo alle hinkommen. Herr Amann war gerade im Amt und er wirbt in Berlin mit Häuserfronten und großen Prospekten für die Ausgehstadt Köln. Und das nicht nur einmal, sondern an vielen verschiedenen Stellen. Also tut mir leid, also dieses Amt für Köln-Tourismus führt eigentlich weiter dazu, dass immer mehr der Ausgeh-Touristen, der Sauftouristen nach Köln kommen. Ich selbst lebe im belgischen Viertel und da sind wir anders als die Altstadt vielleicht oder auch vielleicht genauso wie die Altstadt von diesen täglichen Wochenendtouristen, die nicht zur Fußball-EM kommen, sondern die aus dem ganzen Umland, aus dem ganzen Ruhrgebiet, aus dem ganzen Sauerland kommen, um hier Junggesellenabschiede zu feiern, um durch die Straßen zu ziehen in den übelsten Horden, die in unsere Eingänge überall hingehen, um ihre Notdurft zu verrichten. Und ich finde, das ist ein bisschen ausgeblendet. Ich bin ein großer Fan der Via Culturalis und ich wünsche mir, dass dieses Kulturprojekt endlich zum Zuge kommt. Aber, und dazu gehört, Reduzierung von Kneipen, von Außengastronomie, von Terror, der gemacht wird. Es gab im belgischen Viertel, ähnlich wie in der Altstadt, eine Reihe von Ansätzen, die hat der Rat der Stadt niedergestimmt. Ich sage nur das Bebauungsplanverfahren, um nicht noch mehr Gaststätten anzusiedeln. Und auch da ist mal Verwaltung und Politik gefordert. Die Menschen, die hier noch leben in der Innenstadt, die wollen hier auf Dauer doch weiterleben. Aber es geht auch darum, unser Leben wirklich ein Stück zu sichern und zu schützen. Und ich gehe mit Ihnen überall hin, in jede Via Culturalis, in jedes Museum und freue mich, wenn die abends geöffnet haben, freue mich, wenn ich hier wieder in Ruhe gehen kann. Aber gehen Sie mal abends am Wochenende mit mir durchs belgische Viertel. Ich wohne im Mauritiusviertel, ich verstehe Sie gut, ja. Ich kann meiner Vorrednerin nur beistimmen. Und es ist sehr schade, dass Herr Amann hier nicht sitzt, der nämlich genau das Gegenteil, lieber Herr Charles, macht von dem, was Sie hier gerade propagiert haben. Und ich finde, die Stadt muss sich mal deutlich
entscheiden, was sie denn will. Ballermann oder Via Culturalis. Und wir erleben hier viel zu viel Ballermann. Und in der Außenwirkung, in der Außendarstellung sind die Kneipen, ist hier Karneval, ist der Eventtourismus, wird in den Vordergrund gestellt. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Und man braucht nur mal auf den Altermarkt zu gucken, um genau das Erlebnis zu haben. Da wäre die Möglichkeit gewesen, nach der Umgestaltung des Altermarktes wirklich ein Juwel entstehen zu lassen, was ist. Sie haben 10 Kneipen mit 12 verschiedenen Stühlen, mit 13 verschiedenen Balustraden und ähnlichen Dingen. Ich habe die Oberbürgermeisterin gebeten, mal mit mir zusammen aus dem Fenster zu gucken. Ja, sagt sie, Sie haben ja recht, nur es durchzusetzen und gegen die Albaner-Mafia hier was wirklich zu erreichen, das kriegen wir als Stadt irgendwie nicht hin. Und vorhin kam die Frage eben, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wenn sich die Stadt nicht dazu durchringt und es auch mal durchzieht, dann werden wir diese ganzen Geschichten nicht ändern. Und die Via Culturalis wird zwar hoffentlich entstehen, wird aber nicht diesen Umstand deutlich ändern. Ja, vielleicht in aller Kürze. Das mit dem Vollzugsdefizit hatte ich vorhin ins Spiel gebracht und da rennen Sie mir, ich will jetzt nicht allem zustimmen, was Sie gesagt haben, aber grundsätzlich rennen Sie da bei mir offene Türen ein, dass wir dieses Vollzugsdefizit in Köln haben und daran eben arbeiten müssen. Ich wollte aber nochmal auf Herrn Groth eingehen und auch auf Herrn Charles, der gesagt hat, sozusagen nochmal eine Kampagne, eine Image-Kampagne. Ich bin jetzt nicht der kulturpolitische Sprecher, das macht bei uns die Frau Helmes, die macht das sehr gut und viel besser als ich, deswegen will ich mich da nicht in die Kultur jetzt stürzen, aber Kultur, wie sie in Köln ist, mit den ganzen Museen, nennen Sie mir eine Stadt in Deutschland, die diese Museumslandschaft hat, die keine Landeshauptstadt ist und mit Landesmitteln gefördert wird. Das müssen wir tatsächlich imagemäßig mehr nach vorne stellen, auch national und international. Das ist nämlich nicht nur ein Wirtschaftsfaktor direkt, sondern es ist auch ein indirekter Wirtschaftsfaktor, weil es Köln als Standort prägt und damit auch attraktive Ansiedlungen macht, für hochwertige Ansiedlungen. Da rede ich also nicht nur über das Tourismusmarketing, im Prinzip muss es eine Imagekampagne für die Stadt geben. In den 90ern gab es sowas mal, da gab es so Schwarz-Weiß-Fotos mit Stadtpersönlichkeiten, die sich dann eine bunte Nase aufgesetzt hatten, das war der einzige bunte Fleck. Da hat man also sehr ironisiert mit dem Karnevals-Image gespielt, aber gleichzeitig sehr ernste Botschaften rübergebracht. Das wird ein Vierteljahrhundert später sicherlich nicht die Kampagne sein, die es jetzt bringt, aber eine moderne, der Zeit angepasste Kampagne bräuchte es. Denn Köln verkauft sich unter Wert und Köln wird auch unter Wert wahrgenommen. Von Wolfgang Niedengen stammt, glaube ich, das Zitat, Köln hätte das Potenzial, sozusagen das London am Rhein zu sein. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ein Stück weit sind wir davon noch entfernt. Aber vom Lebensgefühl und von den kulturellen Möglichkeiten, die wir haben, haben wir das Potenzial für ein kleines London am Rhein. Und das sozusagen wäre mir auch als gebürtiger Kölner wichtig, dass dieses Image mehr transportiert wird als eben das Karnevals- und das Ballermann-Image. So sehr ich selbst auch gerne Karneval feiere, aber ich glaube, dafür sind wir jetzt bekannt genug. Das andere muss mehr nach vorne gestellt werden. Also ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, es sind so wirklich zwei Themen. Das eine, natürlich haben wir hier kulturelle Schätze, das andere ist eben dieser Ballermann-Tourismus. Und ich verstehe nicht ganz, wenn gesagt wird, die kommen doch sowieso. Weil ich habe verstanden, dass in Amsterdam, ich habe jetzt nicht alles im Detail im Kopf, dass da durchaus möglich ist, so ein paar Regeln aufzustellen, dass eben irgendwas hatten sie mit Junggesellen ab, also dass man wirklich aktiv sagt, nein, das wollen wir nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass eine Image-Kampagne alleine für die Kultur reicht. Ich glaube, dass man wirklich, und da finde ich schon, ist die Politik gefragt, auch ganz klar sagen muss, ne, wir machen Regeln, um diesen sogenannten Ballermann-Tourismus einzuschränken. Weil, es ist zu viel. Also da wünsche ich mir mehr von der Politik, sag ich mal so. Absolut. Auch Ihr Vorredner als sehr große Sympathie, dass wenn wir Regeln und Vereinbarungen haben, in der Außengastronomie zum Beispiel,
dass die auch nicht mit dem Holzhammer, aber mit einer klaren Sicht durchgesetzt werden, wie es akkurat ist, wie es barrierefrei ist, wie es einigermaßen gleich aussieht. Aber mal ein Beispiel aus dem Leben. Dann macht das Ordnungsamt das, manchmal im Ton vergriffen, aber auch oft richtig im Ton. Dann beschwert sich die Gastronomie und dann kommt die Opposition und sagt, so geht's ja nicht und das können wir nicht machen. Da kommen wir in das Klein-Klein, wo wir dann was umsetzen wollen, wo dann ein Vollzug mal gemacht wird, ein Vollzug. Dann beschweren sich aber andere, die nicht hier im Raum sitzen, sondern große andere Kölnerinnen und Kölner, dass es so nicht geht, dass es zu hart vollzogen wird. Und dann wird sofort dann zurückgerudert, um dann zu sehen, dass alles schon beruhigt ist mit allen Konsequenzen. Das heißt, wir leben gemeinschaftlich hier in Köln, wo die Regeln gelten, wo wir auch Außengastronomie haben möchten, wo es aber auch dort Limitierungen gibt. Und von dem Vollzugsdefizit oder von den Maßnahmen, die Sie angesprochen haben. Wir haben in der Kölner Stadtordnung alles geregelt. Selbst wenn wir alle Stellen besetzt hätten, ja, würde es nicht komplett umgesetzt werden können, weil auch Köln zu vielfältig ist. Und die Menschen werden trotzdem kommen. Wir können ja nicht sagen, bleibt draußen. Und ich kenne die aktuellen, wie auch die Kollegen hier, wie auch Herr Schals, die aktuellen Image-Kampagnen von Köln Tourismus, die rausgehen, die echt jenseits sind von den Sachen, die wir kennen. Wirklich ganz anders. Ganz anders, wo auf ganz andere Personas abgezielt wird. Auf das kulturelle Publikum, auch auf das kulturelle mit Gastronomie-Publikum, also nicht der Ballermann. Das ist wirklich durchdacht und sollte auch umgesetzt werden. Endlich, aber es ist so. Und auch insofern sollten wir jetzt dem auch eine neue Chance geben mit der neuen Kampagne, die Köln Tourismus dort umsetzen möchte. Und so kommt eins zum anderen. Aber wir werden, glaube ich, aus meiner Sicht niemals Köln ganz sauber und beruhigt bekommen, sondern es wird immer ein gewisser Druck und Lebendigkeit sein. Ja, das war vielleicht schon eine Einleitung zum Schlusswort. Also wir wollen Köln nicht aseptisch machen. Also ich glaube, ein bisschen müssen wir das aushalten, dass wir quirlig und bunt sind. Ich hätte jetzt auch gern den Herrn Weiler von Cologne Pride hier gehabt. Aber ich mache das jetzt mal stellvertretend, ne, dass wir natürlich einen Charakter haben, der hier auch eine Qualität darstellt und der auch diesen Schmelztiegel oder diesen Nährboden für eine kulturelle Landschaft bildet. Und das müssen wir erhalten, aber es müssen sicherlich gewisse Exzesse, die dann ins Gegenteil das Ganze verkehren und entwerten, die müssen wir auch bekämpfen. Vielleicht kann man das jetzt mal so als ein vorläufiges Ergebnis hier zusammenfassen. War ein sehr komplexes Thema. Ne? Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam mal hier den Saal räumen. Sicherlich werden wir das noch fortführen und freut mich. Vielen Dank an alle Referentinnen, Referenten, Diskutantinnen und Diskutanten und an das Publikum. Kommen Sie gut nach Hause. Ich möchte jetzt noch auf unser nächstes Montagsgespräch hinweisen, was auch eine inhaltliche Beziehung hat. Also es geht wieder um den öffentlichen Raum, jetzt aber ganz anders, mehr in der Fläche und mehr von unten, von Initiativen, die sich des öffentlichen Raumes annehmen. Und wir hatten da letztes Jahr schon mal eine Veranstaltung und das war so toll, dass wir einfach sagen, einfach weitermachen mit dem öffentlichen Raum und dessen Inwertsetzung. Ja, das ist am 15. Mai. Ich hoffe, viele wiederzusehen. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Applaus